Enshrouded, das nächste Survival-Game, was reinklatscht. Viele, viele spielen es gerade. Und am 24.01. kam es raus. In der Minute, als es released ist, sind wir on-stream reingegangen mit einer fetten Lobby. Wer war alles mit dabei? Maxim, Finessi, Sterzig, Papfi und Fabian Siegesmund. Es geht aber mit bis zu 16 Leuten. Ihr könnt die ganze Welt da abbauen. Es ist so medieval-fantasy-artig. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht vom Bausystem, weil ihr wisst, jahrelang hat mich das Ark-Bausystem gejagt. Also ich hatte sehr viel Spaß, ich hatte ein kurzes Bergbau-Serpentin-Projekt. Solltet ihr am Ende des Videos der Meinung sein, wow, Enshrouded, geil, muss ich ausprobieren, dann schaut gerne in der Videobeschreibung nach, da gibt es einen Link. Jetzt aber erstmal viel Spaß. War am Anfang ein bisschen chaotisch. Ich habe das dann aber ein bisschen manövriert, sage ich mal. Habe dann auch mich mal zu zweit nur mit Sterzig aufgemacht nach Mordor. Egal, ihr werdet sehen. Viel Spaß. The Elixir. It was a cure. A blessing. A weapon. Once concealed by the ancients. Ja, Story. Story. Story ist krass. So. Noch mehr Story, auch krass. Da komme ich jetzt raus aus dem Kessel. Junge, ist ja wie bei Matrix. Einfach wie bei Matrix. Geil. Okay. So. Jetzt Leute einladen. How? Oh, geil. Ja, danke schön. Bitteschön. So wenig. Dann passe ich nochmal eure Lautstärken an. So, sind jetzt alle da. Ja, jetzt spreche ich immer so. Das ist schön. Das ist sehr schön. Abends spreche ich immer so. So. Sind alle so drin? Ja, Finessi kommt auch aus dem Kessel. Ja. Super. Kann man hier irgendwas machen? Was für ein Kessel? Alright. Du bist aus dem Kessel gekommen, Maxim. Gerade eben. Das ist die Brut. Ist wie bei Matrix. Brutbox. Nice. Welche Pille habe ich genommen? Ein Tag. Okay, Leute. Gut, dann wollen wir uns einfach alle mal draußen vor der Tür treffen, vielleicht. Ja. So. Erstmal kurz Lage machen. Sind wir Zwerge? Ich weiß, ja, also wir sind sehr stämmig. Wir sind sehr zwergig aus, ja. Wir haben echt große Köpfe. Oh, lol, auf Steuerung ist Hechtrolle. Alter, wie hoch die springen können. Alles Basketballer-Zwerge. Heftig. Maxim, komm mal her, wir wollten uns vor der Tür treffen. So. Nein, wir treffen uns hier. Er springt gar nicht so, als würde er gleich fliegen können. Man kann ja auch irgendwie später mal fliegen. Gut an. Okay. Alter? Wo ist denn Ducken? Ach, da. C wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, reach cool. The planes. Okay. Das hat eben schon gut funktioniert, sind alle drei gestorben. Alter, da hinten ist eine Burg, die erobern wir erstmal, oder? So, also. Ist hier eine Taktik, einer kann runterlaufen und dann die anderen wiederbeleben. Nee. Ja, ich die haben wir vorhin schon gemacht, die war tatsächlich sehr, sehr stark. Die war sehr effizient. Mit dem. Du hast ja sogar schon Stuff. Hier vorne auf der Bank liegt ein Buch übrigens. Oh. Kann man mal was lesen. Ich glaube, erstmal einen Baum. Boah. Hier ist eine Truhe. Ja. Oh ja, wir können die auch beide öffnen. Ja, aber einzeln können die auch. Da will ich was. Kann man nicht einfach schauen. Guck mal, hier ist eine Chest, Freunde. Ich bin übrigens die Dieter. Leute, wollen wir nicht erstmal hier stehen bleiben, oder was sagt ihr? Warum? Ihr schubst euch doch da bestimmt wieder runter. So. Ich glaube, der will eine Antwort machen, oder? Ach so, okay. Nee, ich weiß nicht. Also, hat mir nicht irgendwie gesagt, wir wollen uns alle erstmal treffen. Und treffen ja, uns ja auch alle da. Okay, Sterzig, mach eine Antwort. Let's go. Okay, ich mache eine Antwort für euch alle. Okay. Ich bin hier oben. Sprich zu uns. Oh, so. Au. Okay. Bei meinem roten Barte, meine Zwergenkinder. Wir sind nackt in diesen Landen drin. Jetzt wird's interessant. Was wird uns erwarten? Ich bin bereit. Maxim, runter. Au, mein Kopf. Maxim will meinen roten Bart kämpfen. So, jetzt mal Ruhe, Fabian. Habt ihr jetzt Lust? Lass mal hier doch. Ich bin nur rausgetappt, deshalb. Ich wollte gar nicht habt hauen. Habt ihr Lust jetzt auf ein Abenteuer? Dann stimmt mit Ja. Ja! 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 Ja. Okay. So. Ja, erstmal die Mikro. Oh! Alter. Okay, legen wir los. Ja. Warum habt ihr eine Fackel und ich nicht? Ja, ich wollte auch eine Fackel. Hier vorne ja, warte, ich kann euch eine Fackel geben, oder? Hier? Guck mal, hier ist eine Kiste, Leute. Hier. So. Kann man einfach so Bäume schlagen und dann Holz bekommen? Oder? Ja, das ist ein Survival-Game, klar kann man das. Oh, noch eine Fackel. Tschüss. Oh, Ninja-Loot.
Ich hab Harz. Jemand hat die Kiste geschlossen. Ich hab 4 Harz, Harz 4. Ach so, wir haben nur eine Kiste. Okay, das ist krass. Also wenn wir eine Kiste finden, kriegt nicht jeder Loot, sondern wir nur einmal. Richtig. Ja. Alright. Hier liegen lauter Fackeln rum. Ich teile nicht, ich teile nicht. Muss halt ein Goblin sein. Ich hab ein Schild freigeschaltet. Okay, let's go, durch die Mine, ja? Perfektes Game eigentlich zum Roleplayen, finde ich. Finde ich nicht. Warum haben wir jetzt eigentlich so, habt ihr auch alle ein Rezept freigeschaltet? Ja, Schild. Ich sehe keins, aber bestimmt. Maxim stirbt schon wieder. Also irgendwann, ich töte ja alle. Maxim ist doch. Ich bin schon Stufe 2, lass mich durch, ihr Amateure. Okay. Wie krafte ich? Ja, er hat schon den ersten Cheese gefunden. Ja, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Da muss man durchsprinten, oder was? So, warte mal. Ich bin immer am Arsch shrouded. Okay, Kinder, zusammenbleiben. Ich fände es schön, wenn wir alle gemeinsam diese Reise. Nein, wir spielen solo. Offensichtlich. Okay. Das ist PvP hier, Sterzig, Lars ist es noch nicht mitbekommen. Ja, Maxim ist schon aus der Höhle wieder raus. Ich hab voll Ritter raus. Sterzig ist noch nicht in die Höhle rein. Ich flex 90s, let's go. Ah, doch, jetzt ist er drin. Oh Mann. Drücke Tabulat. Ey, ich versuche hier mal bei ihm zu bleiben. Aua! Ja, aber es geht ja gar nicht. Drücke Tabulat. Geil, das war auch mein erster. Ja, das ist jetzt nicht geil. So, was gibt's hier? Wie baut man denn Holz ab, Leute? Ich denke, gegen Bäume hauen, schätze ich. Also ich klopp hier seit 2 Tagen auf diesen Baum, an meine Hände. Ich habe sogar gekrittet. Seit 4 Tagen. Bin ich im Krieg. So, ein Krieg mit den Bäumen. Es geht wieder los. Komm, Maxim, wir machen das zusammen mit dem Baum. So, also ich. Aber es ist immer nur 3 Damage. Ich weiß nicht, ob der irgendwann wirklich tatsächlich umfällt. Ach, du brauchst du bestimmt erstmal. Was ist das denn für ein Ei? Hat. Gibt es Alter, denn, Bonfire! Wenn ich jetzt Maxim schlage. Bonfire! Hier gibt's kein 20 Fire. Wo hast du denn die Axt daher? Aber ist das jetzt entdeckt? Nee, ich check's jetzt auch nicht gerade. Lass mich ein bisschen den Baum vermopsen. Der Sterzig hat ja wirklich eine Axt. Ah, ja, Level up. Hab ich mir gecraftet. Bah. Warum? Wie craftet man denn? Tja, das sag ich nicht. Nee, V. V. Point. Werkbench. Nee, aber du brauchst halt das Material. Ja, das Material ist halt. Wo kriegt man den Garn her? V. Kann ich mal den Stein hier einfach die Hose ausziehen? Alter, Flügelschleife. Hier liegt ein Zettel. Okay, man vermöbelt einfach. Oh, lesen. Schicken wir einfach mal hier hin. Wir machen auf jeden Fall die ganzen Möbel erstmal kaputt. Das ist nicht sehr geil. Wir sind so richtige Barbaren. So ein Männlein, da kann man doch bestimmt ein Schild erstmal hier üben. Sehr schön. Wie komme ich wieder raus? Achso, jetzt ich weiß nicht. Achso. Okay. Ja, okay. Ah, ist das hier nicht ein Schwert? Möbel. V. Nee, ja. Keule. Das ist ja wirklich so ein Lagerfeuer. Kann man das nicht nehmen? Man kann tatsächlich alles zerkloppen und dadurch Material kriegen. Ah, guck mal, hier ist ein Brunnen. Rucksack. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Trinke es, um deine Ausdauer zu verbessern. Hier unten. Alter, man kann alles zerstören. Oh, ihr müsst mal hier runterkommen. Hier könnt ihr euch trinken ziehen. Alter, man kann alles zerstören. Ey, man kann alles zerstören. Wie kriege ich einen Stein? Hä? Du kannst hier einfach unendlich Wasser zusammen. Ich will jetzt schlafen, das ist mir schon alles zu anstrengend. Nee, also, ich will direkt schlafen. Ja, same. Wir gönnen immer schön was zum Saufen. Ja. Oh, ich hänge fest. Okay. Leute, Meeting beim Brunnen, bitte. Meeting beim Brunnen. Wo ist der Brunnen? Also, hier. Es ist ja ein Survival-Game. Und bei Survival-Games ist oft der erste Schritt, eine Basis zu bauen. Naja, und vielleicht so ein bisschen Handwerk, also so Equipment natürlich. Ja. Also würde ich sagen, suchen wir einen geeignetes. Hier kann man kochen. Genau, dies zu tun. Aber dann ist das ja vielleicht sogar die beste Base hier, die wir erstmal haben können, oder? Wenn man hier kochen will. Ich hatte grün, Ros. Wir müssen erstmal dort eine Base bauen, wo Erz ist. Na, das ist wichtig. Ja? Ja. Weißt du das? Mhm. Ah, die Demo gespielt. Und wir brauchen Nahrung. Ah, hast du wirklich? Natürlich. Ja, dann guide uns so einfach. Ich hab ein Schild. Ja, weil du hast gerade gefragt, warum der Baum nicht bruchgeht. Das klang halt nach übelster Noob, ne? Nee, das dauert halt nur übelst lange, wenn man keine Axt hat. Erholsamer Schlaf. Den Essie, du machst das super. Okay, also wir farmen Holz. Lange. Gut. Dann machst du den Baum noch. Und es gibt Miasma. Maxim, was ist Miasma? Miasma ist sehr gefährlich, da darf man nicht reingehen. Was ist das? Was ist das? Töten. Oh, hier ist ein Gegner, hier ist der erste Gegner. Ah! Aber Gegner. Guck mal, ist das nicht ein. Ich hab was geschlachtet. Ein Bienen? Der Tor des Monats ist tot. Ich bin eigentlich tot. Ich wollte nur lesen. Okay, ich hab Finesse, Finessi, räche mich. Bitte. Wolf! Nimm Maxim, nimm Maxim, nimm Maxim. Wir vermopfen jetzt den Wolf, Maxim, alles klar? Ja, mach mal. Oh, fuck, One-Shot. One-Shot, ihr müsst mich wiederbeleben. Nice, ihr müsst eh bei mir drücken. GG. Kann man tanzen? Hab viel.
Ja, Maxim. Du bist ja wirklich verreckt. Zauberstab. Also, ne? One-Shot auf jeden Fall. Kann man tanzen. Oh, hier rüber? Perfekt. Sehr gut. Prima. Danke dir. Ja, so ein Windlance. So, ich bandage hier. Finde ich ist eine berechtigte Frage. So, ihr drückt jetzt. Hallo, Mora! Okay. Und löst euch alles. Coach, alles und, okay, alles klar. Ich gleich haben wir. Warte, geht aber! Jetzt muss man in der Rüstung gehen. Wo hast du den denn hier? Na. Den hab ich nicht. Die passieren einfach auch gerade verschiedene Storylines. Auf Hop, Digga. Ich glaube, es ist verschieden oder wie so. Cousin. Da gibt es doch jetzt bestimmt ganz tolle Sachen da. Ja, ich hab da eben versucht zu. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste. Ah, ich direkt überfallen wollen. Erstellen. Boah. Alter. Max, kannst du bitte kurz zu mir kommen? Na klar, Zauberwort. Ach, der bitte? Kommt gleich raus. Hä? Kannst du bitte kurz zu mir kommen? Zauberwort. Bitte? Bitte, oder was? Ich wurde gerade von unserem Jungler gegankt. Soll ich mitmachen? Ja, machen wir. Jungler gegankt. Oh. Also, wir brauchen erstmal sehr viel Holz für jeden. Ja, aber gefühlt aus Holz Garn. Machen wir extrem viel neue Sachen. Okay. Wo kriegen wir den Garn her? Garn kriegst du her, indem du hier so Sachen lootest. Und dann Kraft ist auch in deinen. Handwerk und dann siehst du links Ressourcen Garn. Kraftet euch alle mal eine Keule. Damit kann man vielleicht. Ja, oh, ein Pilz. Und ein Schild. Schild geht auch easy. So, hat jeder genug Holz erstmal. Was ist denn genug? Ja. Wofür? Naja, für eine Keule und für ein Schild. Bei I. Ey, Spawn. Die sehen so geil aus, wenn man kloppt. Ja, ihr könnt doch jeden Busch looten. Jeden Busch looten. E-Spam, Leute. E-Spam. Oh, let's go. Mit E kann man Büsche. Alter, wie man die Bäume vermocht. Leute, ihr müsst doch das Overlay mal lesen. Ohne Lesen. Der liest es hier raus. Hier, sammeln. Mach ich damit. Baue einen Flammenaltar, muss ich gerade machen. Okay, wollen wir uns hier zusammen erstmal eine Werkbank aufbauen und schon mal so. Aloha Mora. Ich glaube, hier machen wir noch keine Base. Oder? Avada Kedavra. Ja, aber zumindest mal eine Werkbank zum. Kadabra. Expelliarmus. Ich weiß nicht, was habt ihr denn rechts oben? Ich baue einen Flammenaltar. Ja, dann sollten wir das machen. Da brauchen wir 5 Steine. Irgendwas. Oh, hier kommt ganz viel von denen. Alter, Max, was machst du da? Ich schlachte. Warum ist denn jetzt? Hä? Schafe, Digga. Wir machen mal, glaube ich, hier noch keine Base. Drück mal M. Guck mal, bei M steht Ebene für erste Basis. Seht ihr das auf der Karte, wenn ihr M drückt? Ja, Bitches? Ja. Da ja. Gehen wir hin. Da gehen wir hin. Wo? Okay. Als Wegpunkt. Ihr drückt M und dann leuchtet da was. Ich hole mir aber hier noch so ein Schäfchen mit. Ja, okay. Alles klar, Wegpunkt setzen. Let's go. Let's fucking go. Let's go! Okay, alles klar. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bitte jetzt bei 7TV rein. Let's go! Bei 7TV? So, wenn ihr Steine auf dem Boden seht, sammelt ihr es ein. Bei nein, Pilzen der Wohlchef. Die Pilze gibt ihr alle Sebastian. Warum mir? Ja, weil wir brauchen. Hier das ist, aber so, schon das ist so eine Crafting-Mechanik in dem Spiel. Ja, aber warum muss ich denn jetzt? Maxim geht schon wieder auf Endgame gerade, ich spüre das. So, das ist so eine Witcher-Mechanik. Okay, du bist quasi ganz unsere. Das ist, ich mach jetzt nicht unser was. Unser Labor. One on one. Komm doch. Das ist auch ein bisschen. Spam dich weg, du ekliger, hässlicher Wolf. Digga, der ist in Stein gebackt. Wie redest du mit Maxim? Ich geb ihm ein paar Köpfe. Digga. Ein paar Köpfe, ein paar Mein Loot. Mein Loot. Tor des Monats. Nein, ist alles Tor des Monats. Wie kamst du auf den Namen? Das würde mich mal interessieren. Alter! Er hat ein Tor geschossen. Er kann sich ja schlecht jetzt überall David Hein nennen. Weil Wasser war auch nicht jeder bestellt. Das war ein guter Kommentar. Ab jetzt 3 Punkte für Max. Gryffindor. So, Max führt. Ja. Okay, seid nächste. Ihr bei mir, ihr Ratten? Nee, will jagen. Das ja endlich noch einmal Ratten, mich lieber. Kruzio. Abwader. Oh! Kicher. Wer ist meiner? Scheiße, ich hab mir langsam von euch einen Pfeil reingeschossen. Okay, wartet mal, hier muss man stehen bleiben bei der roten Scheiße. Ja, gerne. Also, ich bin gleich da. Der Papi hat ja schon was Sinnvolles gelesen, richtig? Ja. Du baust jetzt einen Altar. Was machst du jetzt? Jawohl, Chef. Mama, wir gucken dir zu. Wir gucken dir jetzt zu. Hergestellt? Sehr gut. Du stellst den jetzt auf. Sieht aber gar nichts. Ja, warte, Rucksack. Ist ja auch nichts. Wo ist denn der jetzt? Oh, da ist er. Super. Achtung, ich stelle ihn auf. Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh mein Gott. Da ist so ein rotes Ding drumherum. Ja. Und jetzt können wir mit der Flamme kommunizieren. Genau, jetzt reden wir mit der Flamme. Hallo, ich bräuchte bitte ein Level im Studio. Over. Soll ich's vorlesen? So, jetzt können wir den Altar aufwerten. Können wir aber nicht, weil wir keine Miasma-Seele haben. Miasma. Weil da können wir unsere Base größer machen. Aber ist ja Quatsch. Okay, weil wir keine Seele haben. Wir sind einfach dumm. So, dann können wir die Flamme verbessern. Haben wir auch zu wenig. Sind wir auch zu dumm. Ja, wir sind also für alles basically zu dumm. Das heißt, wir bauen eine gemeinsame Truhe. Nee, Scheiße. Wir brauchen erstmal eine gemeinsame Werkbank. Ja. Schmeißt das ganze Garn auf den Boden. Alles klar, Chef. Wir müssen es erst produzieren. Erst produzieren. Nein, Garn auf den Boden. Garn auf den Boden. Ich hab ihn, sagen wir, ja.
Ihr habt gar nichts, oder? Entschuldigung. Mann. Oh, man kann so rechts schenken. Aber warte mal, ich kann. Ja. Wir schenken mir jetzt alle Garn. Los geht's. Mal beides, wie kann ich denn das fallen lassen? Nee, du drückst auf B und dann drückst du auf Garn und du drückst auf Rechtsklick und machst das Schenken. Und dann an dich, oder was? Danke. Ja. Dir. Okay, ja, was krieg ich dafür, Arsch? Du kriegst okay, dann Liebe. Okay, okay, Sebastian, chill mal. So, jetzt habe ich eine Werkbank gebaut. Jetzt drücke ich B und tu die Werkbank statt einer kaputten Fackel und dann mache ich so. Mhm. Boah! Ey, wie das aussieht, so, tschüss, jetzt macht ihr E drauf und repariert die Scheiße aus eurer Scheiße. Okay, alles klar. Was? Maxim, was? Kleine Frage, wie repariere ich Scheiße? Weiß ich noch nicht, ich habe einfach E gedrückt. Und es klappt. Ich habe 200 grobe Steinblöcke. Ich würde, warte mal, machen wir hier jetzt unser Lager? Ja, das wollte ich gerade sagen. So, als nächstes stellt ihr Garn her und gebt mir das ganze Garn. Maxim, wir sind nicht deine kleinen... Warte mal. Sebastian, gib mir dein Garn! Nein! Alter. So, ich mache uns jetzt erstmal eine Feuerstelle auf, entspannt. So, aber nicht zu weit weg. Okay, als nächstes geht ihr alle Holzhacken. Aha. Wir brauchen ganz viel Fasern. Nenn mir einen Grund. Nenn mir einen Grund. Ja. Ich gebe dir eine Axt dafür, wenn ich fertig bin. Yes, okay. Hast du schon mal an einem Baum plus 18 Damage gemacht? Hey, Sebastian, mach mal. Oh Mann. Das war eine Spitzhacke, das ist falsch. Ach, weißt du was, Maxim? Du hast ja so ein No-Hand, wirklich. Dann geh doch einfach. So. Warte, das ist ein Zombie. Wo ist ein Zombie? Ja, natürlich. Was ist das? Nicht stimmt. Aber warte, Kedavra. Feilhagel. Ich geb dir einfach meinen ganzen Garn. Feilhagel. GG. GG ist in den Chat. Let's go. Ich durchsuch den mal. Wir sind mit Jasma Sporn. Achso, okay. Wie lege ich mein Inventar um? Umlegen? Dürfen wir hier reingehen ins Miasma, Maxim? Du gehst zum 5-Minuten-Timer, dann los, ne? Mit Alt kann man wechseln. Kampfmagie. Komm, wir vermobsten den hier, Fabian. Kampfmagie. Ja. Los, komm her. Zauberer? Aber er hat einen... Sehr gut. Ja. So, ich loot die Sau. Der hat ein Stabulator. Oh, Alter. Heilt man das? Oh, guck mal. Fabian. Ah. Komm mal rein. Hier sind noch mehr. Warum immer meine Waffe weggeht. Massenvernichtung. Nee, ne? Oh, ich bin direkt gestorben. Fabian ist tot. Warte mal, ich zieh mir einen Heiltrank. Warte, wo ist Fabian? Fabian ist hier schon zum zweiten Mal. Fabian liegt hier unten bei mir mit Jasma. Aber alles gut. Okay. Hast du gerettet? Wie nee, noch nicht. Ich bin noch am Fighten hier. Alles gut. Da müssen wir kurz Papp hier helfen. Ihr seid jetzt mit Jasma gegangen. Ihr seid ja übel doof. Ich bin Eldenlord, ja. Also, das ist das Einfachste. So, alles klar. Hä? Und wie kannst du jetzt so lange auf dem rumkloppen und die hauen mich. Haben die mich beide sofort gehittet oder was war das? Ja, wir dürfen nicht überall hinlaufen, weil wir sind übel schwach. Das ist alles gut. Ey, ich habe hier rumkloppen. Fabian, rein in den Rucksack jetzt aber. Komm. Alter, man kann mit der Stelle haben. Hä? Wo stellst du das? So, bleib mal stehen bitte. Nice. Du nimmst jetzt bitte das hier. Ich schenk dir das jetzt. So. Das ist ein bisschen wie bei diesem Vampir-Survival-Game. Vanessa, du bist in ein Loch gefallen. So, du nimmst jetzt bitte die Axt, die ist wirklich wichtig. Ich sollte stehen bleiben. Was ist es? Ach, scheiße, jetzt habe ich wieder rotes Fleisch. Ich hab dir eine Axt geschenkt. Guck mal in dein Inventar. Kannst du B drücken. Du hackst jetzt übelste Bäume. Wir brauchen richtig viele Bäume am Anfang, glaube ich. Ich hätte das Fleisch halt da mal braten müssen. Ich habe den Baum gekrittet. Bonfire! So, das ist leider so heftig in meinem Ort. Okay, ich baue eine Festung, ja? Ich baue eine Festung. Ja, Max fängt an zu bauen. Wir geben Max. Du baust das mit Stein, richtig? Richtig. Ich bin so hart am Looten gerade. Ihr schenkt Max das ganze Stein. Vor allen Dingen Sebastian schenkt ihm das Stein. Ja, wieso ich denn immer? Sebi! Sebastian, ich laufe gleich zu dir rüber. Das ist nicht weit. Warum ist eigentlich kein Teamkiller? Das ist doch bestimmt geil. Schenk ich den Stein? Keine Ahnung, drop it like it's B. Moin. Und dann gehst du auf den Stein, machst rechtsklick drauf und dann machst du Schenken. Hier unten so dunkel gemacht. Ich hab einen Controller, irgendwie funktioniert das noch nicht. Oh, das ist ein Controller-Spieler. Ist hier unten alles befriedet oder wie kommt's? Nee, jetzt ist es auch schwer, aber das ist okay. Oh, lecker. Hallo, Sir. Mhm. Ups. Ich habe Garn. So. Ich kann auch einfach so schenken, scheinbar. Also, Max hat jetzt also einen Zauberstab oder was? Schon lange, Digga. Schon ich habe alte Bücher. Ja, ich habe was geschenkt, na egal. Bücher, Stoff. Kann man denn am besten Steine farmen? Die Pilze kann ich eigentlich essen, bevor ich krank werde. Wo konnte ich nochmal? Geschirr. Ah ja, Werkbank. Ich kann uns Geschirr machen. Dann mache ich die Küche, ja? Alright. Ne, lass erstmal Max eine Basis bauen. Am besten, ihr hackt so ein bisschen, ihr macht euch eine schöne Spitzhacke und macht Stein. Ich glaube, es ist besser, wenn einer bastelt. Egal. Und Max hat ja als einziger Architektur von uns studiert, also wäre das, glaube ich, am sinnvollsten. Richtig. Hm.
So. Oh, da wächst ja richtig was, wenn ich dir da zuschaue. Ja, that's what she's. Entschuldigung. Hass! Digga. Xim, Digga. Oh, low-hanging fruit so, ist mein Name. Oh mein Gott, hier ist ja... Ich brauche doch mal Bandage. Es wird nicht dunkel, es wird rot. Genau wie mein Bart. Brauchen wir Plattformen? Ja, wir brauchen Fundamente, ne? Ach so, ne, wenn das so grün wabert, dann ist das heil und ich dachte, ich bin vergiftet. Hm. Wait, warum bin ich hier? Fundamente sind wahrscheinlich wichtig. Weg da, Maxim. Okay, alles gut. Wie bitte? Ich muss weg? Ja. Tisch aufnehmen, neu setzen. Ach, wieso ist hier eine Säule? Der nervt übel zur Sonne, ne? Den mach ich jetzt neu. Den mach ich jetzt einfach trotzdem hier hin. Oh, das ist ja gut. Das haben die in Ark nie hinbekommen. Ich mach hier voll mein eigenes Ding noch. So. Alles klar, Papi. Ja, Bruder, sorry. Ich brauch Stein, wo seid ihr? Ich bin gerade so heftig am Farben, ich glaub sogar. Schwörst du? Okay, es wird Nacht. Jetzt kommen bestimmt hier Skelette, alles, ne? Ich denk's. Ja, tatsächlich kommen wirklich Gegner, also beruhigt euch. Warte, ich sehe aber so schön. Mashallah, du bist so. Oh, ich höre. Ich höre Fledermäuse. Ich hab Glück. Kann ich auch einsammeln? Für immer. Werbung. So, warte mal, wie macht man Äste am besten? Habt ihr Äste einfach so random? Man Äste? Macht einen Baum. Wie macht man einen Baum? Wie viel Stein brauchst du denn, Max, ungefähr für eine solide Menge? Jetzt weiß ich auch endlich, wie man. Naja, man kann Stein in 200 Steinblöcke umwandeln. Also, das geht schon ab. Ja, genau, du musst an der Werkbank übelst viel machen, Sebastian. Okay. Das ist übel krank. Ich komm mal zurück. Mhm. Sagt man, ich hab auf jeden Fall hinten diese Landschaft gesehen, wo es so blau und rot und alles rumwabert. Ja, wir brauchen der Waber-Zone müssen wir auch Sachen holen, weil wir brauchen mal extra Material dort. Und ich soll die Steinblöcke machen oder was? Ich brauche so ein Miasma-Holz. Mir ist kalt, sehe ich gerade. Mir ist kalt. Warum ist denn die Waber-Zone eigentlich schlecht? Aktuell ist es unangenehm, aber später wird's geil. By the way, erfinde ich alles die ganze Zeit. Ich habe das Spiel noch nie mehr im Leben gespielt, okay? Also wenn ihr jetzt noch einmal mir zuhört, ist das wirklich... Ich schäme mich langsam. Max, ich hab dir irgendwie 50 Schwein gegeben. Kannst super. Du schon mal weitermachen. Super. Hast aber Schwein gehabt. Okay, ich mach erstmal richtig viel Fundament, ja? Oh, Alter, ja, Giga-Fundament. Ihr macht doch alle eine Spitzhacke, bitte, und kackt Max mit Stein zu. Also jetzt glaube ich dir gar nichts mehr. Ich bin im Fight. Du hast mein Vertrauen mit Swap-Maschinen. Wo bist du? Weggemacht, sehr gut. Natürlich gar nicht. Ich sehe nichts, okay. Alter. Kann man die Fackel nicht in die andere Hand? Steuerung. Rein? Oh. Rucksack, Charakter. Okay, ich brauche auf jeden Fall zwei Türen. Kann jemand Türen? Ich habe eine Wolfshöhle gefunden. Oh, ich kann Türen, irgendwie. Super. Und ich finde selber Türen gerade alle hier. Wir sind bereit, wir alle das gleiche. Holztüren. Hm, schade. Okay, ich brauche ganz viel Steine. Doch. Steine. Okay, das ist Mordor. Brauche ich nicht. Boah, ich brauche Licht, Mann. Ich sehe gar nichts. Oh, wer ist er? Ja, ich muss leveln. Ich sehe nicht anders. Holzscheite. Gut, das können wir doch bestimmt noch einsammeln hier. Ihr könnt, wenn ihr nicht sehen könnt, die Fackel auch hinschmeißen. Ah. Na, dann liegt die auf dem Boden und dann könnt ihr was sehen. Also du hast das Spiel noch nie gespielt, sagst du? Ich habe es tatsächlich mitprogrammiert, aber ich habe es noch nie gespielt. Du hast es mitprogrammiert. Dein Papa arbeitet dort. Warum geht das jetzt nicht kaputt? Ja. Steine. Das ist die Firma von meinem Vater. Das ist das Game von meinem Vater. Mein Vater arbeitet dort. Steine. Der kann nicht bam. So. So, jetzt pass mal auf. Boah, Steine bauen ist aber übel geil. Steine. Wenn du in so einen Felsen reinwuchtest. Da frage ich mich, ob man da drin dann auch eine Base bauen kann, wenn man irgendwann genug. In so einer Höhle meinst du? Ja. Hast du das nicht mal? Vater besprochen, hat gemeint, es müsste jetzt gehen bei Release. Steine? Okay, so. Okay. Hat schon jemand von euch was an? Nein. Eine Hose habe ich. Ich habe Lumpen an, wollte ich nur kurz sagen. Danke. Mhm. Super. Okay, Sebastian, wir spielen jetzt ein Versteckspiel, okay? Du musst mich suchen. Nein. Den mach ich nicht. Doch, bitte. Nein, mach ich nicht. Ich will nicht auch mit 5 Steinen. Ey, eben, ey, ohne Scheiß, die habe ich. Warte, jetzt habe ich 3. Kurz Ausdauer. Boom. 4, 5. Ich auch. Aber du musst mich holen. Hier stehen. Okay, warum wenn du mich findest. Wow. Okay, 2 Euro, wenn du mich findest. 20 Euro? Das war's. 2. Nee, 2 nicht. Noch 5. Ich hab ein Schwert jetzt. Wie kann man Sachen abstellen? Zum Beispiel Steine irgendwie rauslegen. Man muss die schenken, gell? Ich glaube, da gibt es auch abwerfen, also runterwerfen. Ja, aber echt? Aber du kannst einfach rechtsklick drauf und die dann an irgendwie schenken einfach. Aber der muss in deiner Nähe sein. Nee, also ich sehe nach Boss. Also ich kann ja tatsächlich mir einen Stein in einen Stein mich reingraben. Also mein Vater hat das sehr gut programmiert am Ende des Tages. Am Ende des Tages. Kurs geht raus.
Sieht wirklich sehr gut aus. Habt ihr auch schon ein Schwert? Oh, ein Schwert hast du schon? Ja, ich habe ein Kurzschwert gelootet von irgendeinem Gegner. Du hast hier so einen Typen abgenommen. Ja. Wo spawnen die? Spawnen die überall oder nur an bestimmten Orten? Der stand hier so hinter dem Miasma-Zeug. Max, okay, ich kack dich zu. Geil. Sind das hier Steine? Ne, warte mal. Wieso habe ich jetzt in meinem Inventar 96 Kohlesteine? Okay, jetzt geht's ab, Leute. Ja, bitte ja. Max zukacken mit Stein. Jetzt geht's so ehrenlos ab. Bringt das was? Ich hab. Der Blöcke kannst du auch geben, aber Stein ist besser, weil da kann Max besser entscheiden, was er bauen muss. Mein Gameplay ist gerade einfach so Höhle. Man sieht nichts. Ja, das ist übel geil, oder? Dass man in den Stein so rein kann? Hast du auch in so reingegraben? Ja, ja. Ich fühle mich wie so ein richtiger Zwerg. Also, haben wir schon drüber gesprochen. Leute, guck mal, das ist schon sehr geil gemacht. Look at that. Also das Bauen. Was seid ihr denn da? Ich komme von 700 Stunden Arc. Das Bauen ist insane. Ja? Ja. Ja, oh, wie süß. Hab ich noch nicht gesehen. Der Maxim, ey, macht so eine richtige Höhle. Das ist ja geil. Das ist geil, oder? Ich hab ja auch so eine richtige Hobbit-Höhle gebaut. Nicht schlecht. Ja, schön, wie Max die ganze so ein Haus baut, aber das schön zusammen, ja. Maxims Loch. Oh, das haben schon so viele zu mir gesagt. Warte mal. Also ich hab's noch nie gesagt. Das ist schön. Schick mal ein Foto. Das mach Foto. Ist immer noch Maxims Loch. Look at my hole, Alter. My hole is amazing. Ich würde gerne so eine runde Tür hier einbauen, muss ich sagen. Sie stolpert sich aber auch immer dann umschaut. Habt ihr alle gesehen, wie schön ich hier am Hämmern bin? Ich komme zurück. Digga, was für ein Loch. Scheiße, ja, okay, was macht ihr gerade? Irgendwas mit Loch? Das ist ein unfassbar geiles Loch. Alle am Fallen. Alle am Fallen. Look at my hole. My hole is amazing. Max ist der Einzige, der hier was Sinnvolles macht. Nein, oder? Wir versorgen ihn doch mit Stein. Wir versorgen ihn mit Stein. Das ist eine Aufgabe. Übel gut, übel gut. Achso, was brauchst du? Achso, so einen Hammer muss man dafür bauen. Achso, ich glaube, ich hab dir deine. Nee, Hammer müssen wir nicht bauen. Also doch, könnt ihr machen, wenn ihr wollt, aber das sieht ein bisschen. Wie schnell steht denn das Haus jetzt schon? Ja, ja, den ganzen Stein nicht. Von nichts kommt nichts. Ein Ei, 40 Euro, ein Ibuprofen. Ich mach mal eine Tür, ja? Du machst gar nichts. Ach, Cousin, komm. Doch, Holztür. Ja, bitte, Holztür. Ja, ich guck nach Türen. Wir brauchen. Das ganze Holz könnt ihr Max auch geben wegen den scheiß Türen. Nein, Holzscheiße. So. Habe ich sowas überhaupt? Ich hol Holz. Ausrüstbar. So, Happy, wichtige Aufgabe für dich. Du bist einer der stärksten Spieler, die wir hier haben. Danke, Chef. Vater. Komm bitte mit, du musst zum Feuer gehen. Ich gehe zum Feuer. Du gehst zum Feuer und dann gehst du zu Fabian. Okay. Erst gehst du zum Feuer, drückst auf E. Soll ich ihm eine Flamme mitbringen oder was? Nö, du guckst hier, da steht ja da, Miasma-Seele brauchen wir. Ja. Und es steht auch da, Stärke, Flamme, da brauchen wir Harz, Pilze, Knochen, Scheiße, Meise. Das alles scoutet ihr beide jetzt. Hm. Wo siehst du das? Wo liest du das? Du drückst auf E auf die Flamme. Fabian. Und ja, da kannst du hier auf Aufwerten und Stärke die Flamme drücken. Ja. Und da braucht man ja übelst viel Material. Jetzt ja. Was das sucht ihr alles? Upgrade oder strengthen? Wie bitte? Was wollen wir denn machen? Upgrade oder stärken? Eigentlich egal. Ihr müsst eigentlich hauptsächlich jetzt scouten gehen. Weil ihr müsst gucken, woher die Scheiße kommt, weil das kann ich nämlich nicht sagen. Fabian, also verstehst du, was das für eine Aufgabe für uns ist? Basically, der Chef sagt gerade so, Bruder, ich schon was gibt's Upgrade, ja? Also es könnte unser Tag sein. Los geht's. Ich bin eine Düde übrigens. Ich nehme sie beide wieder in die Höhle, du weißt. Wo bist du? Ja. Eine Düde, hinter dir. Aber du hast ja schon Klamotten an, ich bin neidisch. Ja klar, ich habe mir einen Lumpen gezogen. Soll ich dir auch einen holen? Komm. Nee, warte. Und was mache ich? Ride together, die together. Und was mache ich? Henno wird gesteinigt mit Matsu. Ja, wir kacken Henno zu, bis dein Inventar platzt. Ach scheiße, wir brauchen noch Stoff. Hast du zwei Stofffetzen? Ich guck mal. Ich hab Animal Fur. Okay, Finessi, wir müssen uns jetzt... Wer zuerst den anderen trifft, hat gewonnen. Einmal so einen Stoff. Oh. Ja, soll ich von der anderen Seite kommen, ja? Ich nutze hier zusammen. Alter, Fabian und ich sind so die Kämpfer hier gerade, ich sag's euch. So, Finde ich nicht. Finessi? Ja, ich sehe nicht. Zieh an. Du hast schon ein Schwert, gell? Wir müssen mir ein Schwert holen, Fabian. Ich hab noch nie ein so gutes Pause. Zieh ich einfach auf die Klamotten drauf, Eier. Nee, what? In was? Schon. Was ist mit deinen Eiern? Warte mal kurz. Was ist mit deinen Eiern? Wie gut, Alter. 10 Jahre musste ich mit Kalle irgendwelche Kacke bauen in Ark. Digga, Conan Exiles auch. Übelkampf immer. Ich brauch Stein! Ja, wir kommen gleich. Vielleicht sehen wir ihn gleich. Alles klar, Fabian, du siehst wirklich stabil aus. Wo gehen wir hin? Jetzt lassen wir dir noch einen Bart wachsen und dann Abfahrt. Ich hab auch einen Bart. So, ich mach jetzt erstmal Mittagspause. Ja, ich mach jetzt auch mein Ding. Oh nein, nicht schon wieder.
Keine Ahnung. Du bist so schön ehrlich. Wie kommen wir denn darüber? Keine Ahnung. Ohne Greifhaken. Hier brauchen wir einen Greifhaken. Ja, das ist okay, auch gleich wieder Tag. Ich weiß, wir sehen gerade übelst wenig. Aber ey, ich hoffe, es wird wieder Tag. Ich hoffe, es wird wieder Tag. Ich sehe Bäume. So, ich sehe die Schatten. Ich höre so viel Stimme in meinem Kopf. Ja, ja, ich auch. Krass, oder? Das ist wirklich viel. Ach, ich habe sogar Honig gefunden. Gut. So, alles klar, Fabian, weiter geht's. GG. Du hast so ein geiles Schwert, ey, ohne Mist. Ja, das hat Mann. So. So, ich zocke jetzt. Mir scheißegal. Ich kommuniziere jetzt mit denen über Voice Chat. Über Chat. Mein Gott, ey. Keiner von denen achtet darauf, ob wer redet. Als ob die das erste Mal Let's Playen together. Also. Feuerstelle. Welche ausreichend Wärme zur Verfügung stellt? Bänke. Das ist immer das Geilste, wenn man so mit 6 Leuten im Voice-Channel ist und einer fängt so an, sowas hier für sich durchzulesen. Also auch vorzulesen. Stock. 4. Tab. Alt. Scroll. 2. R. Drehen. Warum geht's nicht? Entfernen. Fehlende Materialien. Steuerung. Mausrad. Stelle Dachblöcke an der Werkbank her. Dachblöcke. Baugerüste. Ein Gerüst, über das du beim Bau deiner Basis höhere Punkte erreichen kannst. Oh mein Gott. Ah, hier oben gibt es andere Versionen. Bauhammer. Okay, Dach. Steinziegel, Dachblock, Feuerstein. Teer. Stauraum. Winzige Truhe. Na, dann mache ich erstmal oben... Da mache ich erstmal oben auch normale Mauern, glaube ich. Da machen wir einfach, machen wir eine schöne Mietskaserne. Also 4, Tab, Alt. 2 Meter ist gut. Ne, wir machen 4 Meter. 3, R. 1, 2, 2, R, 2, 4. Ach, scheiße. So, wenn man entfernt, kriegt man dann volle Materialien zurück? Nein, glaube ich, oder? Schwer zu sagen. Ich muss sagen, ich bin absolut verblüfft, wie gut das hier am ersten Tag, also zum Release-Tag läuft. Ich habe schon in meinem Leben ein paar Mal zum Release-Tag Sachen aufgenommen, gestreamt. Es war immer, wirklich immer Pain in the ass. Nichts ging, nichts lief, aber das läuft. So, Tab. Alt. Noch eine Treppe, um auf den Dachboden zu kommen. Läuft besser als Ark nach 5 Jahren, ist so. Also, ne, bei mir sieht man jetzt gerade nur den Baumodus. Und der ist ja absolut flawless. Ich würde nur gerne wissen, wie ich noch Tür halt baue. Ich hätte gern so eine Suchleiste, wo ich eintippen kann, was ich brauche. Greifhaken, Gleiter. Ja, ja, Arc-Baumodus ist der schlechteste Baumodus in allen Survival-Games zusammen. Feuerstelle, Stühle, Lichtquelle, Türen. So, ich brauche für eine... Achso, hier oben. Holzscheite und Metallschrott. Nee, hier, zack. Warte mal. Zack. Türen. So, die jetzt einfach. Ach so, hä, aber ich hab doch... Ah ne, ich hab primitive Holztür. Ich brauche normale Holztüren für eine Doppelholztür. Shit. Okay, alt. Oh. Look at this. Das geht ja voll klar. Alt. Okay.
Was? Jetzt können wir PvP machen. Basis. Boah, Basis steht. Huch. So, jetzt Fenster. Guck mal. Ah, da steht doch immer, wie viel man herstellen kann, glaube ich. Cool. 7. Geil. Der Bergfried ist komplett. Nice. So, jetzt join ich mal wieder rein und höre, was die machen. Und vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung. Da, wo du bist, vielleicht. Bitte überlebst. Ja, ne, ich muss gerade gucken, wo hier Sprinten ist. Ah ja, Shift. Okay. Uns ins Verderben. Shift. Ja, so kleine Kackbäume droppen die besser. Prominent. Ich habe dich. Du musst mich sonst unten einsammeln. Ja, alles gut. Ich kann runter. Also, trau dich. Oh. Hast du es geschafft? Ach, du geil, Fabian. Nee. Mann, du bist eine Maschine. Nein, oh, wir haben ein neues Buch. Ach, du hast es noch nicht geschafft. Du musst von ganz oben springen. Bist du von ganz oben gesprungen? Nee, nicht. Einfach da unten, wo du dann so runterklettern kannst. Ja, aber der fängt immer an zu klettern. Ja, warte, ich gebe ein Tutorial. Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Oh, Spitze. Jetzt, wenn man kommt, geht's. Natürlich. Geil schon, Leute. Ja, okay. Geil, ey. Boah, starkes Game. Denkt rein, überall eh zu spammen, ne? Also die Bücher sind super wichtig, weil ich glaube, die jetzt ja, mit den Erfahrungsschatz teilen wir uns heftigst rein. Ja, also um das euch mal kurz zu beschreiben, wir stehen hier gerade vor einer absolut, vor einem richtig fetten Tower mit so einer riesigen Glocke oder sowas oben dran. Da gehen wir jetzt rein. Ja. Okay, probiert's, aber versucht zu überleben. Weil wir brauchen das ganze Wissen, weil wir übel dumm sind. Ja. Oh, wir können erstmal hier unten ist ein kleines Vorlager. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Sebastian, sag ich schon. Wo ist eigentlich Sebastian? Wir haben Sebastian verloren. Also ich bin nicht mit euch mitgekommen. Ah, ja, hast auch recht. Solche können dich verbergen. Alter. Das war mir alles zu langweilig bei euch da. Jetzt sagt er uns sogar, wir sollen in Büschen chillen. Ja? Wollen wir mal einen anderen Chat? Ich werde angegriffen. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Hier kommt hier so. Kommt er? Komm her. Was geht? Jo, ist mir ein bisschen zu viel da oben. Die quasseln alle durcheinander. Überfordert. Ja, das ist also gefühlt achtet auch niemand darauf, ob gerade wer redet und redet einfach. Die haben alle noch nie Let's Play Together gemacht. Hey, moin, Digi. Also, pass mal auf. Digga, geiler Star. Was hast du alles bisher? Also, ich habe jetzt gerade mega viel erkundet. Ich habe sowas wie so einen fetten Heiltrank gefunden. Übel viel. Ich habe so Runen. Ich habe einen Ring. Der bringt plus 8 Ausdauerpunkte und plus 10 Lebenspunkte. Den kann ich, glaube ich, ausrüsten. Jo. Aber hast du das selber gecraftet oder gefunden? Nee, das habe ich alles gefunden jetzt auf dem Weg. Okay, geil. Also ich suche gerade Pflanzenfasern, weil daraus, also so wahrscheinlich Büsche, weil daraus kann man Garn machen. Und ich brauche Garn für die ersten Rüstungen. Die können wir uns beide gönnen. Ja, ich habe voll viel. Warte mal. Hast du Garn? Jo, ich kann... Das ist die Frage, wann was auch nachwächst. Ich kann für dich gerne eins mitmachen. Wenn ja, du gerne. So Lumpen oder so heißt das. Wir brauchen noch einmal Stofffetzen. Hast du Stofffetzen? Nee, du kannst auch oben nach rechts und links klicken für primitivere Optionen. Ganz oben im Crafting-Menü, glaube ich. Ah, und die Hose auch, ne? Aber für das Oberteil, für das zerrissene Hemd, ne? Right? Also ich habe ja noch gar nichts. Mir ist eigentlich, aber ja, stimmt, Stofffetzen. Pass auf, hier unten ist ein Lager. Vielleicht können wir da ein bisschen plündern. Ja, also wir brauchen 4 Stofffetzen. Ich habe, guck mal, wie ich aussehe, Alter. Wie ein Räuber. Ja, irgendwie gerade schon. Aber wir brauchen noch einmal, dann kann ich dir auch noch eine machen. Okay, hier ist ein bisschen Loot, glaube ich. Oh, hier kann man schlafen. Okay, wie baut man das jetzt am... wahrscheinlich... Einfach gegenhauen. Ja, wahrscheinlich mit der Spitzhacke. Aber Ausdauer ist ein mega Problem in dem Spiel. Ja, man levelt. Hast du es gesehen, dass du Skillpoints machen kannst? Ich glaube, das hat noch keiner gecheckt von den anderen. Gleichangriff. Habe ich irgendwie meine Keule? Riesig auch. Weiß, Holzfäller. Hm. Ja, wahrscheinlich am ehesten eh, oder? Ja, wobei, ist ja aus Holz, also eine Axt. Man kann das Zelt tatsächlich kaputt machen. Er gibt bestimmt Leder oder so. Plündern? Stofffetzen, geil. Ultra viele. Ja, lass das Zelt abreißen, Digga. Ja, oder so. Alter, schlägt er immer schneller zu. Finde den schlafenden Überlebenden. Neue Quest. Du auch? Alter. Ja, true. Ist einfach komplett Zeit. Da lag schon übel viel Stuff drauf. Ja, ich kann ja eins machen. Ein Oberteil? Ja, warte mal. Geil. Oh, Äste.
Ja, ja, die Büsche sind geil. Büsche aber sind nice. Guck mal, was hier an der Wand ist. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein! Ey, du bist so ein Kacknoob, Digga. Ich bin so runtergeslidet, ey, scheiße. Hä, ich hab meine Sachen noch, das ist ja geil. Ich glaub. Okay, ich wollte nämlich hier gerade schön was hinbauen. Brauchen Flammen. Ah, man kann nur bauen in der Nähe vom Flammenaltar, heftig. Hm. Na, vielleicht kann man sich bei der Werkbank so ein Baugerüst bauen und das kann man irgendwo hinstellen, um Sachen abzubauen, die oben irgendwie. Ja. Hast du schon mal mit der Spitzhacke probiert? Ich habe alles an Sachen, okay, die man macht. Weil du kannst ja mit der Spitzhacke auch einfach einen Boden. Und dann kannst du dich so ein bisschen durch den Boden dahin bauen. Oh, wie bei, na, was hatten wir gezockt? Ja. Was hatten wir mit SKHK gezockt? Die Zwergen-Game. Deep Rock Galactic. Ja, 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 lass da hinbuddeln. Ey, wir farmen das ab. Let's go, let's go. Oswald, anders der Schmied. Ich habe einen Beschwörungsstab. Kann ich herstellen? Oha, ja, same. Was bringt das aber? Ich glaube, man muss, also ich habe auch so einen richtigen Zauberstab. Also nicht diesen kleinen, sondern auch so einen großen. Mhm. Ja, ja, aber den kann ich auch noch nicht benutzen. Ja, genau. Ich glaube, man braucht so Zauber. Ja, genau. Ich glaube, man braucht so Zauber-Slots. Also, man muss Zauber finden für Slots. So. Hi ho. Hi ho. Wir sind vergnügt. Oh, guck mal, hier sind wir schon drauf. Guck mal, warte. Was ist das? Kupfer? Metallplatte. Feuerstein. Na, pass bitte auf. Na, ich alles will wieder hoch. Alles gut, alles gut. Das ist. Bisher nur Stein. Nee, ich habe einmal gerade eben. Feuerstein. Aber man muss wahrscheinlich mit E looten. Oh mein Gott. Feuerstein ist ultra geil, weil damit. Ah, Leute, was konnten wir damit nochmal bauen? Für irgendwas brauchte ich Feuerstein. Ja, geil. Feuerstein. Für Dach, genau, für Dach. Für Dächer. Wichtig. Bist du tot? Nein. Ich dachte. Oh, es war aber knapp, oder? Es war richtig knapp. Ich dachte mir aber schon, weil du auf einmal auch nichts mehr gesagt hast. Wenn man stirbt, man spawnt mit den Sachen, die man unten in der Schnellleiste hatte, aber man verliert alles, was man im Inventar hatte. Das steht dann da. Kann man das wieder einsammeln? Ja, ja, ja. Das konnte ich jetzt gerade immerhin aufsammeln. Aber nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Aber Feuerstein, ich habe gerade durch die ganze Panik nicht zugehört. Was hast du, was kann man damit machen? Dächer. Man braucht Stein und Feuerstein für Dächer. Also ja, Feuerstein braucht man bestimmt auch noch für was anderes. Dann ist das ja perfekt, dass wir das hier gerade machen. Immer. Ja, safe, safe, safe. Guck mal, wir haben hier dringend Bedingungen. Komfort und Schutz. Aha, ist ja interessant. Steht immer links oben. Wenn man irgendwie sich aber, soll ich den Oberteil machen? Ja, gerne, Digga. Alter, wir haben richtig die Mine gemacht. Unser eigener Tagebau. Bitteschön. Komfort im Erdloch. Ach krass, du hast es mir irgendwie zugewiesen direkt. Ja, man kann da Rechtsklick auf Gegenstände. Und dann kannst du die schenken an Leute in der Umgebung. Oh. Ja. Das ist ganz geil, Bro. Das ist ganz geil. Es ist wirklich Menüführung. Ich meine, man muss natürlich erstmal raffen, aber ziemlich lit. Ja. We lit. Aber diese nicht so wie bei Deep Rock Galactic. Mir fehlt halt nichts. Mir fehlt keine Funktion. Das ist ultra belohnt. Bisher ja. Aber, was ich gerade sagen wollte, hier diese Ader geht ja auch richtig tief noch in den Berg hier rein. Das ist voll geil. Ich glaube, da kann man mega die geilen Minensysteme bauen, wenn man will. Ja, es ist wirklich so ein Zwergending, ne? Wir sind doch Zwerge. Bei anderen Games klebt ja immer das Erz und so nur an den Wänden. Mhm. Man muss es so stimmt abkratzen und das war's. Hier ist übrigens irgendeine Hütte. Also ja, Quests. Also ich habe hier schon vorne ein bisschen erkundet. Und hier unten auch, da war ich noch nicht. Aber hier unten, ne, in den ganzen Rauch, da können wir 5 Minuten lang drin überleben. Dann müssen wir einmal wieder kurz Luft holen und dann können wir wieder rein. Im Miasma. Also das hier unten ist auch alles erkundbar, wenn du Bock hast. Ja, lass mal ein bisschen gucken nur, ob hier irgendwas geht. Also ich war eben schon ein bisschen drin. Hier gibt's auch sehr viel Stöcker und all so ein Shit. Na gut, ich würde, glaube ich, erstmal wieder zurück. Und checken, was so Next Steps sind. Und gucken auch, was die anderen machen. Ja. Ich habe mir auch schon eine Hose gecraftet. Also ich bin lit. Nice, Digga. Grüße aus als Ghetto. Alter, das ist eine richtige. Das ist eine Giga-Chat-First-Time-Nachricht.
Grüße aus Salzgitter. Ist das so bei euch, wie euer Kaff genannt wurde? Ja, Salzgitter. Bei uns war es GBW Gold. Was? Ja, ja, das war so, da, also unter den jungen Menschen Großburg-Wedel, da komme ich ja her. Ja, GBW. Und da wurde ja. GBW Gold. Wurde auch teilweise so an die Schule gekritzelt mit so Graffiti und so. Digga, hier ist ein NPC. Wer ist er? Ach, das ist doch der Typ, der eben angezeigt wurde. Das ist der Schmied. Ich bin endlich wieder da, der bescheidene Schmied. Ja, übel. Ich bin endlich wieder da, der bescheidene Schmied. Aber der ist auch ein Zwerg, oder? Kann man den anstellen? Man kann bei den... Herstellung, ach, der lehrt einen, Herstellung der ersten Ausrüstung. Nee, der stellt einem Brennofen her. Brennofen Nägel. Her, Nägel. Digga, das ist nächste Tierstufe Digga, von Equipment. Unten. Der macht uns Geschirr. Unnormal. Schöne Metall. Alter, eine Stachelkeule. Die drin. Haben wir schon Kohlebrennofen, ist die Frage. Okay, also den brauchen wir. Alter, guck mal, wie schön das hier schon aussieht drin. Ja, was haben die was gebaut von ihm? Zweite Etage noch. Flamme ist zufrieden. Geil. Suche nach mehr schlafenden Überlegenen. Kann es sein, dass wir aus Versehen, als wir die Zelte abgebaut haben, ihn hier freigeschaltet haben, weil der da rumlag? Und er joint jetzt unserem Lager. So ein bisschen wie bei Lego Fortnite. Aber habe ich jetzt nicht gesehen? Also das wäre mir schon aufgefallen, wer dieser... Ja, aber er stand ja oben. Als wir sie zerstört haben, ja. Ja, stand ja oben. Jo, Hauptmann. Oh, hier haben die ihr Loot reingesteckt, die Opfer. Na komm, wir legen mal auch rein. Okay. Achu. Hier Erde. Ah, geil. Oh. Ah, Feuerstein geil. War ich mal mit meinen. Ah, dein. Nee, Stein nehme ich immer mit. 11 so, Feuersteine. Das heißt, er ist auf jeden Fall, denke ich mal, Next Step. Erde. Ja, er macht halt die ganzen Öfen und so. Ich glaube, da können wir dann unsere Ausrüstung. Das machen wir einfach oben. Ich kann einen herstellen. Achso, jetzt habe ich es abgelegt. Ich finde auch gut, dass man irgendwie kein Belastungslimit hat, weißt du? Oder hin ist so. Maxim. Hallo. Hallo. Also, wir haben jetzt eine Kiste gebaut. Wir haben jetzt nochmal Garn mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Technologie-Jump ihr noch machen könnt. Ich bin tot übrigens. Also. Also Respawn. Ich weiß noch nicht, wie Respawn geht, ob wir mal ein Bett bauen müssen. Betten kann man bauen, ja. Also, habt ihr gesehen, dass bei unserem Lager ein NPC ist? Den habe ich erschaffen, den Schmied. Ah, wie denn? Wir haben so einen Beschwörungsstab freigeschaltet. Wie wir das gemacht haben, weiß ich eigentlich nicht. Ah, den habe ich auch freigeschaltet, ja. Nee. Und den habe ich dann einfach... Oh, ich bin auch gestorben. Weil ich habe bei dem jetzt beigebracht bekommen, einen Brennofen. Den habe ich oben in den ersten Stock gesetzt. Geil. Sehr und gut. Der brennt, glaube ich, hier zum Beispiel Erde zu Kohle. Warte mal, Erde hatte ich unten reingetan. Erde zu Kohle? Zu Lehm, sorry. Glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Grabstein. Vielleicht gehen wir mal zu den Grabsteinen. Genau, also ich lagere jetzt bei dir noch Sachen ein, Max. Wir haben so das Problem, wir finden da nicht viel Garn. Also Garn ist sehr schwer zu kriegen. Nee. Ihr müsst einfach Büsche abfarmen. Ja, genau, die Büsche sind halt übelst rare so. Also ich habe jetzt versucht, 1000 Büsche abzufarmen und das habe ich auch gemacht, aber es ist trotzdem kein übelst krasser Weg dafür. Man stellt wirklich Kohle aus Erde her. Zack. So, der war übel tanky, ne? Ja, aber den hat zerrissen. Der ist weg. So, geht der automatisch aus? Okay, geil. Der brennt. It burns. Wo ist denn dieser Grabstein, von dem wir reden? Okay. Ja, der Grabstein... Das bist du, Finessi. Das ist ja das, was ihr verloren habt, ne? Genau, das ist das, was du verloren hast. Das kannst du looten. Ja, ich weiß nicht, wo. Ach so. Da müssen aber zwei sein. Auf der Karte... Also einer ist da noch zu sehen. Guck mal auf der Karte. Was wäre denn jetzt so das Nächste, was wir hier in der Umgebung erkunden können? Na, erkunden kann man, glaube ich, alles. Ja, das Nächste, was wir halt bauen müssen, ist auf jeden Fall beim Schmied die Sachen. Für die nächsten Tierstufen an Equipment. Die bessere Spitzhacke, die bessere Axt. Ja, das wäre, glaube ich, worth. Ja. Das ist so typisch Survival-Game. Aber was brauchen wir, glaube ich, mit am meisten brauchen, also wir brauchen, glaube ich, jeder mal ein Bett. Das heißt, Büsche farmen. Vor allem brauchen wir irgendein Erz vielleicht. Bislang noch nicht. Am ehesten halt, Ich glaube, wenn man es farmt, entdeckt man halt Sachen, die man damit herstellen kann, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht auch mal die ganzen Steinwände hier in der Umgebung abscannen nach irgendwelchen Erzen, die hier rankleben. Ja, so Höhleneingänge vielleicht finden oder so. Ja, warte, hier hinten. Ja, aber ist was, jetzt ich guck, also Pflanzenfasern ist jetzt das Wichtigste, weil ja, wenn safe. Wir jetzt Betten bauen wollen, ja. Also Stofffetzen ist irgendwie super weird. Stofffetzen ist, glaube ich, komplett random für mich. Also nee, habe ich herausgefunden. Stofffetzen kriegt man, wenn man Zelte zerstört, auf jeden Fall. Aber ordentlich. Davon gibt es auch nicht so viele. Ja gut, aber kann man ja absuchen. Okay, weil dann mache ich jetzt erstmal Garn, weil ich habe jetzt super viel Pflanzenfasern und baue schon mal die ersten Betten. Die Frage ist, in welcher Etage willst du das machen? Soll ich das in die erste einfach bauen? Ah. Ja, ich habe jetzt so Brennofen und so erste Etage Betten können eigentlich auch hin. Alter, was geht hier? Okay, also direkt hier gegenüber an diesen riesigen Felswänden sind auch so Feuersteine vorkommen und alles. Die sind viel einfacher abzubauen. Okay. So, weil dann mache ich das so, dann baue ich jetzt Betten und tue die Betten in die Kiste. Dann gucke ich mal hier. Primitives Holzbett bei Werkbank. Schön. Ey, geil, dass wir uns das teilen. Ja. Ist das Erz oder ist das... So, genau. Ich habe das jetzt in die Lagertruhe getan, Max. Also wenn du die Base weiter bauen willst, mache ich da jetzt die Betten rein. Ja. Oh. Und Finessi und ich, wir gehen wieder... Wir müssen halt übelst viel Büsche kaputt machen. Ja, ja, ja. Die Büsche nerven halt des Todes. Genau, hier in dieser Höhle, wo wir herkamen. Oh, ich mach mal eben meine heftige Klimaanlage an. Ja, Mann. Ich dachte, Multiplayer-Lobbys gehen nicht. Das verstehe ich nicht. Also bei uns hat das. Bei mir hat das erstmal nicht funktioniert, aber dann hat es geklappt, als Max aufgemacht hat. Na, aber jetzt sind wir ja hier. Nicht? Aber so, wo warten? Achso, Entschuldigung, wo wart ihr jetzt? Ihr wollt jetzt im Norden so ein bisschen, ne? Weil wir decken ja die Karte. Nee, wir decken die Karte nicht gemeinsam auf. Nee, es wäre eigentlich, glaube ich, nicht so smart, wenn wir jetzt zu sechst in dieselbe Richtung gehen würden. Digga, wo sind die? Nee, das nicht, aber der Fort of War teilt sich da ein. Ja, das stimmt. Okay, also es gibt richtig. Ich frage mich, die Karte ist wahrscheinlich nicht random generiert, oder? Das weiß ich auch nicht gerade. Das wird fest sein. Aber ich muss sagen, was mir bisher richtig, richtig gut gefällt, ist Menüführung, Bausystem. Also mir mangelt es an nichts. Ich bin ganz andere Härte gewohnt. Und ja, dass man halt so die Umgebung komplett verändern kann, indem man zum Beispiel buddelt oder so, dass das so möglich ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich denke... Terraforming oder so. Ja, oder Thema Physics. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Jetzt mal fängt übelst früh an. Und man kann halt übel krass skillen auch. Also das wird später, glaube ich, richtig satisfying, wenn man da einlevelt. Also hier unten kann man nirgendwo weiter, wa? Das heißt... Ich sehe nur an den Wänden diesen Feuerstein und diese Pilzdinger. Und daraus können wir bewachsene Steine machen. Mützel-Base-Steine. Aber sind wir alleine? Nee, Maxim ist noch da. Ich bin da. Beziehungsweise Maxim und Finessi. Aber hier ist ja... einiges an Minen-Stuff. Habt ihr noch irgendwo einen anderen Mineneingang gesehen als den wir jetzt hier am Anfang hatten? Ich glaube nicht. Also ich bisher noch nicht. Also die einzigen... Ja. Oh, scheiße. GG, Maxim, let's go. Yo, ich muss jetzt Miasma. Okay, die Klippen sind sehr slippery. Ja, direkt. Ich frage mich halt, ich frag mich gerade, ob es irgendwie... Also die Next Eisen Steps... Ich glaube, wenn man auf die Karte guckt... Man kann halt entweder nur durch dieses Tal weiter, weil unten sind wir voll in so einem Kessel, da geht's nicht weiter. Nee. Oder halt also hier im Westen über dieses Berg. Ja, da irgendwie, aber da ging's irgendwie jetzt nicht weiter hoch, da hat irgendwie eine Leiter gefehlt. Okay, hast du Bock oder habt ihr Bock, mal Richtung Westen einfach unten in dem Rauch mal zu erkunden? Hallo. Wir wollen ein Status-Update geben. Ja, gerne. Ja, gerne. Also. Wir haben uns jetzt komplett schon durchgeprügelt durch die ersten zwei fetten Bases. Da war auch unter anderem waren so lilane Gegner, die ultra stark sind. Wir haben jetzt richtig fette Äxte und halt lauter von diesen Büchern gefunden und gehen jetzt in den ersten Big Tower rein. Jetzt kommen wir so langsam in die Nähe da. Ich weiß genau. Nicht, also ich glaube, wenn wir die Bücher kriegen, dann kriegt ihr ja die Erfahrung mit, gell? Ja, wir haben jetzt schon so einen Schmied und sowas. Geil. Ja, den Schmied haben wir gefunden. Der ist wie aus diesem Ei, so wie auch rausgekommen sind. Maxim hat uns verkauft, dass er den beschwört hat. Nein. Ja, ich hab den Stab von euch bekommen und dann sofort beschworen. Ihr erinnert euch dran, als ihr das Game das erste Mal gestartet habt, seid ihr aus so einem Ei geschlüpft mäßig, gell? Also so einem
Flakon, ja. Weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Kessel, genau. Und den haben wir auch da gefunden. Es war genau so ein Kessel, der hat lila geleuchtet und dann haben wir angezeigt und dann haben wir den Schmied bekommen. Ja, lass mal auf den Weg bleiben. Und der Schmied springt jetzt bei euch rum, oder wie? Der steht da und da können wir jetzt, ich habe zum Beispiel einen Brennofen bei ihm herstellen können und dadurch können wir jetzt die neuen Tierstufen an Werkzeugen herstellen, wie zum Beispiel bessere Spitzhacke, besserer Hammer, bessere Axt, sowas. Gut, nice. Wir sind jetzt mal hochgemoved, dass das nicht so abfuckt, weil wir hier natürlich Callouts geben müssen. Gut, wir gehen jetzt in den ersten Big Dungeon rein. Man kann unendlich viel sammeln, ey. Das ist ja... ja, ja. Alles klar. Du kannst ja auch von jeder Wand kannst du irgendwas abknabbern. Dann, dann machen wir noch das und dann kommen wir wieder zurück, würde ich sagen. Ja. Okay. Alles klar. Bis gleich, Freunde. Bis gleich. Hattest du... wie kommst du hier? Achso, Ausdauer. Einfach diese Kletterwand hoch. Ihr müsst... Ja, ja, ich hab keine Ausdauer. Okay. Also in diesem Tal, denke ich... Klar, man kann ein bisschen gucken, aber wenn man auf dem Weg bleibt, kommt man auf jeden Fall irgendwo hin, wo man wieder rauskommt aus dem Tal. Ja, okay. An gute Orte. Na, notfalls M. Na, M ist schon sehr hilfreich. Neuer Ort, okay. So, jetzt die Frage, ja, hier wahrscheinlich ein bisschen erkunden. Ja. Ihr müsst vor allen Dingen auch die ganzen Dörfer, die ihr seht, zerkloppt dort alles. Ja, ich bin ganz schon dran hier. Zack. Da kriegt man so viel Material nochmal. Oh, aus Versehen hingelegt. Steh auf. Jetzt wieder. Okay. Dann gehen wir einfach mal hier durch den Wald. Ah, okay. Gibt's schön. Noch einen Fakt. Diese Pilze, diese großen, die so aussehen, als wenn die gleich explodieren. Da kommt Miasma-Flüssigkeit raus. Also die könnt ihr einsammeln. Also die könnt ihr zerhacken, das dauert einen halben Tag und dann ist gegeben. Okay, hier gibt es auf jeden Fall... Hier sind recht viele Büsche. Ja, hier oben sind übertrieben viele Büsche, das ist geil. Alles mitnehmen. Wachsen die nach? Bestimmt, oder? Safe. Hier vorne ist ein Lager. Dauert wahrscheinlich einfach nur... Vorne ist eine Mine oder ein Lager oder sowas. Palworld oder Enshrouded? Ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Das sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Games. Ich meine, man kann den Survival-Aspekt vergleichen, aber ich nicht, weil ich Palworld nicht gespielt habe. Palworld hat nicht so einen Survival-Aspekt, tatsächlich. Nee. Das ist nicht hier so. Ist schon Punkt. Wieder Feuerstein. Ja, und das ist auch nur Feuerstein. Das ist ja. Lol. Ich wünschte, so wäre das in echt, ey. Hab gerade einfach Honig geerntet. Ganz entspannt. Hier ist Wolf. Hier ist Wolf. Im Kleister. Alles gut. Sackfleisch. Ah, kleine Feuersteinmine. Nördlich von dir, Sterzig. Wird direkt. Ja, da war ich gerade schon drin. Ah, okay. Da ist einfach wirklich bis zum Eingang alles voll mit Feuersteinen. Meint ihr, aus Büschen wachsen irgendwann Bäume? Gute Frage. Nee, ich glaube, die wachsen einfach random. Man kann übrigens diese Pilzdinger, die kann man einfach einsammeln. Ich bin übel hohl. Ich habe die einfach zerschlagen, aber. Es sieht sehr flüssig aus. Ja, voll. Also bei mir ist super performant dafür, dass jetzt hier heute Release Day ist. Ja, same. Ne? Hier ist die Mine. Ja, hier sind halt immer so diese Dinger. Und hier sind dann auch die Pilze. Das ist das erste Spiel, zumindest was ich gespielt habe. Was mir im Hauptmenü sagt, yo, aktualisier mal deinen Treiber, der ist nicht ready. Das fand ich krass. Ja, true, ja. Hab ich auch direkt gemacht. Hochweiden, warte, guck mal. Da. hier waren die bestimmt schon, ne? Die Brees? Ja, hier haben die sich durchgeballert. Sieht mir nach Papi und Dings aus. Ja, die haben mir Spuren hinterlassen. Überall Tote. Ja, aber zum Beispiel das hier so, ja, genau. Scheiße, ich treffe nicht. Also Hitbox? Nein. Ja, alles gut. Ja, da sind Stofffetzen. Tisch kaputt gemacht. Plündern. Ja, gute Nacht. Warte. Gut. Können wir weiter. So, wir können hier nach rechts. Da waren die bestimmt noch nicht. Ja, ich muss erstmal hier hoch. Ich gucke halt auch schon die ganze Zeit hier an die Wände, ob hier irgendwas anderes wächst, aber... Oh, guck mal, wie der Baum da oben ist. Episch. Episch. Oh, zwei Wölfe.
Die halten aus. Ja, pass auf, hinter dir kommt einer. Easy. Digga, ich spiel grad Dark Souls 3, was wollen die von mir? Ja, ich wollte gerade sagen, du bist hier direkt weggerollt. Ja, gib mir dein Fleisch, let's go. Und alles weitere, Knochen. Und hier ist wieder Feuerstein. So, der wird jetzt VIP. Der macht hier immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Emote. So. Zack, okay. Hat sich geheilt. Oh, es wird Nacht, Senorita. Aber Nacht ist jetzt nicht so, also ich habe jetzt in dem Game noch nicht gemerkt, ob jetzt Nacht, dass da irgendwas Besonderes passiert. Ne? Oh, ich glaube, du bist, du heilst dich. Ja, es ist einfach ehrenlos dunkel, ne? Ja. Ich habe mir gerade ein paar Bandages reingehauen, deshalb fühle ich mich geil. Oh, hier ist ein Wespennest. Ja, ernten, Digga. Oh Gott! Ah! Ja, ey, mach ruhig. LOL! Du kannst sie treffen? Na klar, Digga. Ja, klar. Gib mir euren Nektar. Geil. Du nimmst nicht Nektar. Wer braucht Leiter? Alter, dein Zauberstab leuchtet ja sogar. Oh, oh. Vesma-Attacke. Noch mehr? Tod, Avada Kedavra. Wie die Spinne in Harry Potter 4, Digga. Brauchst du für den Zauberstab brauchst du keine Muni, oder? Nö. Der ist einfach superior. Ja, okay, dann hole ich mir den jetzt auch. Digga, und der macht halt wirklich Licht, aber nicht viel, ne? Naja, immerhin. Ja, schon wenig. Tag. Man sieht immerhin, wo man hingeht, weißt du? Experiamus. Avada. Avada. Aber wofür braucht man Pilze? Da bin ich bisher noch nicht so. Wahrscheinlich für eine schöne Pilzsuppe oder so. Hasse ich ja, ne? Ja, oder du, Gift. Bist du so. Oh, hier ist ein Weg. Wollen wir auf dem Weg weiter? Klar. Lumos. Lumos Maximus. Du hast halt wirklich. Du bist wirklich absolut Lumos gerade. Lumos. 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 Chef, man spielt das so richtig serious so auf Europa, Harry Potter. Wir haben einen Lumos. Ofen. Lumos. Ein Ofen. Lumos. Lumos. Lumos Maxima. Da hinten ist ein Troll. Wie? Ein Troll. Wie in der Schülertoilette. Ah, da geht aber. Cotio. Lumos. Imperio. Expelliarmus. Expe. Serpensortia. Den loot ich. Ich loot die Scheiße aus dem raus. Hab er. Zack. Scheiße. Lumos. 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 Wo sind wir? Wir sind im verbotenen Wald. Cotio. Wir sind im verbotenen Wald. Cotio. Nein. Hagrid. Geh weg. Hagrid. Hagrid, wir wollen die Spinne nicht sehen. Hagrid, nicht die Spinne. Spinnen. Die wollen, dass ich steppe. Ich will aber nicht steppen. Hagrid, nicht brüllen. Werwölfe! Werwölfe! Pass bloß auf dich auf. Einhörner, Zentauren, helft mir. Bombarda. Bombarda. Sag Vicky. Hab ihn ausgeweidet. Aus Weidius. Aus Weidius. Digi. Guck Sammel. Mal, es wird Übel Tag. Mich. Nee, das ist nur der rote Drecks. Mordor. Da ist Mordor. Mordor. Expelliarmus. Das rote Auge. Es beobachtet uns. Es schickt seine Diener, die treuesten des dunklen Herrschers. Inferno. Oh, ich hätte richtig Lust auf so einen kleinen Kaffee, weißt du, wie ich meine? Kaffeeus. Bist du im Büro? Ja, klar. Dann könnten wir uns jetzt beide einen Kaffee holen. Ja, ich kann dir auch einen mitbringen. Also, wenn du kurz auf mich aufpasst. Also, bist du mein Dobby, oder? Lumos. Warte. Aktion. Lumos. Das ist ein Frettchen. Ein Kobold. Aus Gringotts. Töten wir ihn. Danke. Er ist ausgebrochen. Bombarda. So. Ich habe erstmal schön gekillt, Steel. Bombarda. Na, hab ich schon gemerkt. Crucio. Tot. Plündern. So. Lumos. Oh,
Da hinten. Da hinten ist ein Kobold. Nee, ein Ork. Ein Urukai. Das. Die war. Oh Gott, die sind so stark. Du wurdest gewonshottet, nehme ich an. Ron ja. ist tot. Ron ist tot. Kutschu. Ron. Da. Nein. Okay, Ausdauermanagement. Ah, ich bin einmal auf Null gekommen. Und deshalb. Scheiße. Okay, okay, Leute. Also der Gleiter funktioniert sehr gut. Okay. So, Finessi, wir müssen jetzt mal, wir müssen leider ganz viele Gegner töten. Das ist jetzt übel wichtig. Immer kurz sprinten. Ah, Moment. Weil die Gegner geben Sporen und die Sporen sind ziemlich gut. Ich muss einmal voll mit Ausdauer. Genau, ja, da ist der Turm, den kenne ich glaube ich noch. Ich glaube, ich muss einmal voll mit Ausdauer, damit ich dann schneller regeneriere. Ja, ich erinnere mich langsam, Leute. Bombarder. Ja, du hast ja entwickelt. So. Ja, also ich habe jetzt schon den, also den Gleiter kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr hier ins Miasma reisen wollt. Nein. Pass auf, Sebastian, guck nach oben. Oh, Gleiter ja. hätte ich aber auch mal Bock. Oh ja, der ist tatsächlich geil. Look at me. My horse. Das ist tatsächlich ein geiler Gleiter. So. Aber du musst ganz viele Gegner killen. Also wir brauchen richtig viele Sporen für den Scheiß. Und Tiere. Also eigentlich alles, was... Dafür? Ja, ja. Ich sehe nichts, ist dunkel. Ist wirklich dunkel, ne? Mich nervt das auch ein bisschen. Ich oh! Ah, Gleiter! Ghost Gamer! Oh, dich hätte ich wiederbeleben können. Wo bist du? Ja, jetzt zu spät. Es ist oh, zu spät. Ich war doch einen Meter hinter dir. Ja, aber... Maxim, es läuft nicht mal so, wie du willst. Wie ich will. Wie du willst. Wie ich will. Können. Wie du willst. Oh, jetzt musst du ja wieder zurücklaufen. Kann ich Stärke plündern? Ah. Prost. Ey, wenn du mich plünderst, dann gehe ich off. Stärke, das darfst du nicht. Das ist ein Placement. So. Bin ja nicht mal on. Okay. Hörst du das, Stärke? Ah. Bitte? Hörst du das, Stärke? Lootest du mich gerade? Das ist dein Loot. Okay. Dicker! So, was stelle ich her? Habt ihr schon eine Taste gefunden, wie man Gegner anvisieren kann? Das passiert automatisch, wenn du in ihre Richtung schaust. In die Richtung der Gegner schaust. Crucio. Ach, sind du Runen. Fucking Scheiße. Der hat mich mit einer Granate beworfen. Alter. Werden verwendet, um Waffen zu verbessern. Nee, ist mittlere Maustaste. Ist das. Ah, Mausradklick. Ist lange her, Leute. Okay. Ja, das Alter! Ist unangenehm hier. Ich habe einfach ein Steinschild. Habt ihr ein paar Bohnen drin gelassen? Mein Gott. Wo bist denn du? Da. Wie komme ich denn hier hoch? Hier. Performance 1A, Digga. Ja, Max, warte du mal ab. Wenn du mal stirbst, ich sammle alles ein. Aber ich glaube, es ist Zeit zurückzukehren in die Heimat. Nee, du wartest jetzt noch da, bis ich wieder da bin. Hey, ich habe dort dein Loot, kann ich dir geben. Hast du alles? Nee, da sind noch Bohnen drin, aber wen juckt? Ja gut, Bohnen. Miasma Flüssigkeit. Geh ich zu Edeka, hol mir Bohnen. Ist wahrscheinlich übel wichtig, naja, egal. Habt ihr schon einen Speer gefunden? Nee. Nee, juckt. Ich hab einen Zauberstab. Okay, also Bogen, ja. Ah, du Alter. Aber geil, ey, die Mine. Wo sind denn die anderen? Die sind doch schon am Arsch der Welt jetzt, oder? Nee, hä? Wo sind denn die? Schnellreise auf Map? What? Schnellreise? Ja. Ich glaube, es gibt so Portpunkte, ja. Man kann so Portpunkte freischalten. Insane. Fivehead. Okay, das ist cool. Ach, durch die Flamme. Das ist ja der Hammer. Die Flamme von Urgor. Nee, wie heißt das? Ah, ich bin wieder da. Expelliarmus. Expelliarmus. Direkt. Okay, ich baller hier einfach mal. Gibt's eine Taste für... Was ist denn das? Eine primitive Matratze ist da drin. Primitivo. Ich bin da Primitivo mit dabei. Was ist denn das da oben links? Ah, ausgeruht. Oh. Gel. Das ist meines alles. Primitive Matratze. Ach scheiße, ne? Mein Loot, dein Loot. Lol. Ja, ich hab da jetzt einfach alles reingelegt. Oi. Oi. Okay. Okay, was? Herstellung der ersten Ausdruck. Ja, scheiße. Herstellen. Okay. Was brauchen wir dafür? Metallschrott. Wie das Brief an Königin Yesima. Ah. Na gut.
Lol. Hey, ich habe jetzt ein Bett hingelegt, aber ich kann es einfach nur aufnehmen. Ah ne, ich kann auch schlafen. Junge. Guck mal, dass die erste Markierung ist, aber ich glaube, wir spawnen ja automatisch gerade bei uns, oder? Ah, wenn alle gleichzeitig schlafen, 1 von 6, wenn alle gleichzeitig schlafen. Dann ist Tag, oder? Ist Nachtgeschwindigkeit. Nee, Nachtgeschwindigkeit ist gerade mal 10. Das habe ich für alle gemacht, oder was? Ah, jetzt wieder Tag. Krass. Also hier bei mir ist nie Tag, glaube ich. Guck dir mal mein Schild an. Alter, ey, du bist Gondorianer. Bin ich? Safe call. So, was macht denn hier die Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Nice. Also Metallschrott habe ich aber auch schon gefunden, als ich irgendwelche Metallgegenstände einfach zerdeppert habe. Ich bin so dumm. Holzsäure? Unterkohle, Brennofen. Okay. Hey, das ist so krass, dass wir uns alles reinteilen, Mann. Das ist so wirklich nice, ja. Mütze, bewachsener Block. Was? Mütze, wollen wir mal. Oh, ich sehe nichts. Manuelles Handwerk. So. So. Ah, Maxim, du hast einen Beschwörungsstab, ja? Guck mal, kostet nur ein Ast. Die sind alle übel billig, ne? Ja, das ist echt insane. Kann man einfach sich mal gönnen. Kann man sich einfach mal gönnen. Heiltrank, okay. So, das heißt. Die waren wir schon, lol. Beim Schmied. Eine Schmiede. Wir brauchen eine Schmiede. Haben wir eine Schmiede? Nein. Wer hat alles Metallschrott? Ja, ich habe eigentlich super viel. Was heißt super viel? Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen was gesammelt vorhin. Aber keine Ahnung, kann jetzt vielleicht in der Truhe schon sein. Wir brauchen 10 Metallschrott. Chat, wisst ihr, woher man Metall... Zockt ihr parallel auch. Wisst ihr, woher man Metallschrott bekommt? Und wir brauchen 30 Steine. Diese bitte nicht umwandeln. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, bei so Lagern, wo halt so diese Metall... Okay, Steine haben wir. Ja gut, aber ansonsten eigentlich Erz, oder nicht? Oh mein Gott! Von Gesundheit, Gegnern? Maxim. Okay, Leute. Maxim, was ist los? Also ich kann euch nicht empfehlen, mit einigen Gegnern zu kämpfen. So. Also die One-Shot-Gefahr ist so hoch bei einigen. Das ist ja unnormal. Ja, ich würde eben auch komplett aus dem Leben geschallert. Das kommt dann so plötzlich. Also Metallschrott aus den Karren, die überall rumstehen. Okay. Ja, ja, ich sag ja, aus den ganzen Gegenständen, die man hier und dort zerstören kann. Ist ja auch ein Weg. Och, ich wollte mich doch gar nicht hinlegen. Juckt. Ach, das gibt EP. Hm, dann juckt wirklich. Man macht leider an Metallsachen ultra wenig Damage und zerkloppt sich quasi seine Waffe dadurch. Ja, ist ja egal, oder? Ist doch nicht so schlimm. Holz. Ich frage mich aber auch bei so Barrels. So. Da vielleicht auch? Wait. Nee, aber. Das ist halt so geil. Das muss man jetzt halt ausprobieren. Das ist halt so geil. Das Auto macht tut, Leute. Ich mach so eine Berghangstraße jetzt. Holzscheite. Oh, hier ist ein Karren. Alter, hier mit dem Auto lang. Warum willst du jetzt mit dem Auto irgendwo langfahren? Ich bin in irgendeinem Land mal. Ich glaube, entweder war es Kroatien oder in Frankreich. So richtig an Klippen, also so an dem Berg hängen diese Straßen, die direkt mit dem Abgrund. Ja, ja, ja. So, wisst ihr, was ich meine? Ja. Einfach eklige Straßen. Mit dem Reisebus, Digga. Bist du gefahren? Da, ich nicht, aber da, also mitgefahren. Da hat man einfach durchgehend Lebensangst. Ne? Ja. Ich war mal mit einer Freundin quasi im Skiurlaub mit ihren Eltern. Schön, und da war das quasi auch so, du musst gerade die Berge ja so hin und her fahren, übelst du dort, um hochzukommen. Ja. Und dann gab es eine Stelle, wo die gesagt hat, okay, jetzt müssen wir nicht mehr hoch, sondern jetzt sind wir in der Nähe unseres Hotels. Und dann saß ich auf der Rückbank. Und dann sehe ich einfach, wie der Vater von ihr quasi auf die Klippe zufährt. Und du siehst als auf der Rückbank nur noch Himmel. Du denkst halt wirklich, das ist jetzt eine Achterbahnfahrt. Das war halt einfach, also es war furchtbar.
Und was hat dir Spaß gemacht? Oder? Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber der hatte halt so viel Skill. Das war übel angenehm. Ist der gedriftet? Also ein bisschen ja, aber nicht mit Absicht, glaube ich. Mhm. Ah. Ach du fucking. Oh. Digga, wir hätten schon Level 80 sein können. Warum? Naja, ich weiß nicht. Gut, vielleicht bin ich auch der Einzige, der es noch nicht gecheckt hat. Aber auf J habt ihr ja euer Tagebuch. Und da könnt ihr Quests machen. Zum Beispiel, ich soll einfach nur eine Stachelkeule und ein Schwert erstellen, dann kriege ich 75 EP. Ah, hier sehe ich das übrigens. Ja, ihr könnt doch übrigens bei H die Fähigkeit noch einsetzen. Das ist auch, also H, also J ist wichtig, aber H. Ja, H habe ich schon alles. Und da setzt man keine Fähigkeiten ein, das gilt man. Ich kann mich, glaube ich, noch in der Demo erinnern, da hast man sogar Vorteile fürs Parryn und so bekommen. Oder hier, gnadenloser, genau, du kannst auch backstabben in dem Game. Stelle eine Stachelkeule her. Können wir das schon? Hier, Assassin. Keule. Ja, Schleichangriff fügt ahnungslosen Gegnern massiven zehnfachen Schaden zu. Klingt balanced. Massiver zehnfacher Schaden. Finde ich geil. Finde ich gut. Oh, das muss ich hier alles noch, das habe ich jetzt alles wieder vergessen. Oh, da springe ich rüber. Könnt ihr mir glauben. Das ist auch einfach geiles Gameplay, was ich hier abliefer. Auf Twitch Deutschland. Oh, Leute. Oh, Leute. Was ist los? Macht euch Schuhe. Geht man dann schneller? Hat man mehr Ausdauer? Man hat übel den Ausdauerboost. Oh, shit. Macht euch Schuhe. Das ist ja insane. Man hat einfach. Ich würde mich jetzt langsam Dreiviertelring mehr unterbauen. Oha. Insane. Boah. So. So. Ja, Ausdauer habe ich auch echt Probleme. Ey, ganz ehrlich. Rein. Schuhe sind's. Die machen einfach das Doppelte an Ausdauer. What the fuck? Aber ich da brauchst du da Garn dafür, oder? Ja, ich habe jetzt halt eine komplette Rüstung. Also so eine Stoffrüstung. Und warum ist hier eine Ziege? Und meine Ausdauer geht jetzt durch die Decke. Das ist insane. Wie ist denn das mit dem Teleportieren? Das kann man nur an einzelnen Stellen? Ich glaube, zu unserem Feuer zurückhalt. Wenn und man dann so wahrscheinlich Feuer, so Feuer entdeckt hat. Ja. Diese Flammenzeug. Ja, diese Flammenkugel, da stand ich jetzt gerade da. Also, nee, das ist so ein Elixierbrunnen. Das ist wahrscheinlich noch was anderes, ne? Tja, Schwede. Hier oben ist auch noch was, da kommt man auch hin. Okay. Bitte, was? Meine... Alter, ich bin so schnell. What the fuck, Alter? Ups. Alter, das muss ich... Ich sag das den anderen mal. Ihr braucht Schuhe! Oh Gott, bless. Alter. So, weiter geht's. Maxim ist abends on, Leute, das ist Rarität. Leute, ihr müsst mehr auf die VIPs achten, wann man welches Emote einsetzt. Ich schwör's euch, die haben es so drauf. Ich mache Leute VIP, die verlässlich emoten. Verlässlich und kreativ emoten. Es hat alles einen Sinn und Zweck und ist nicht random. Wenn ihr das begreift, ist es so heftig, ich schwör's euch. Das ist so heftig. Ich schwör's euch, wenn ihr das reilt, ist es so geil. So. So. Entschuldigung. VIPs sind die mit dem Diamanten, Digga, falls ihr. Ich hab von dir noch nicht einen Diamanten bekommen. Unsere Burg sieht noch nicht so bedrohlich aus, Max. Was ist da los? Ja, ich bin auch nicht mehr der Baumeister. Ich bin inzwischen. Ich mache die Infrastruktur für neue Wege in andere Königreiche. Alles klar, krass. Alles klar, krass. Bin ich fein mit. Aber, also die Sicherheit der Straßen. Was, habt ihr schon Funken gefunden? Ich habe irgendwie alles außer Funken. Absolut geil, ich outsmarte das Game gerade. Ist ein bisschen ausgelöscht. Ich glaube, ich habe 5 Funken. Wirklich? Wo hast du die her? Ich habe auch, glaube ich. Keine Ahnung mehr.
Weil dann könnte man unseren Altar verbessern. Was meinst du denn mit Funken? Meinst du diese... Man kann ja die Stärke der Flamme verbessern und da fehlt ja eins Funken. Das sind Seelen, keine Funken. Hm. Ciao. Tschüss. Tot. Oh, Entschuldigung. Können wir dich holen, Max, oder willst du es selber machen? Ich mach's selber. Selber. Armer Mann. Amanama Koi. Armer Henno. Amana. Aber ist gar kein Problem. Hoch die Hände, Wochenende. Was ist eigentlich diese Woche bisher euer Hans Entertainment-Moment gewesen? Die Blaskapelle. Ja, das stimmt. Ich kam unerwartet für viele. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe schon ein bisschen geroffelt zu Hause. Ein Maul. Als ich das gesehen habe. So. Hat es mich ein bisschen zum Roffeln gebracht, bin ich ehrlich. Ein bisschen Roffelkopf dort. So, warte mal. Alles ablegen? Nee, gibt es so eine Taste mit klug? Mal T, drück mal T. Gibt es eine Taste mit klug? Gibt es so eine Taste mit klug? Umschalt F. Umschalt ist doch Shift. Alter, wer hat diese Straße angelegt? Wer hat diese Straße angelegt? Umschalt R wäre es gewesen, Leute. Es wäre Umschalt R gewesen. Aber ist ja nicht Umschalt R. Also Umschalt R an der Kiste, das ist gut. Plündern, so. Wissbar-Flüssigkeit. Ich habe einen neuen Hans Entertainment-Moment. Echt? Ja. Schwörst du bei deinem Leben? Lumos! Ja. Lumos! Lumos! Ja, die Straße, also seid da vorsichtig. Okay? Okay. Seid bei der Straße vorsichtig. Kann ich jetzt meine Seelen nicht mehr einsammeln? Also Seelen nicht, aber deine Sachen. Naja, wenn ich nochmal gestorben bin? Ich glaube schon. Also ich habe schon zwei Gräber mal gesehen. Ich wusste nicht, ob das ein Gräber von einem anderen das war. Das ist gefährlich. Ja. Bombarda, Bombarda. Inferno. Inferno? Du bist so ein Noob. Okay, Sterzig, hast du die Rüstung gebaut? Ja, jetzt hier gefunden. An der Werkbank? Einfach in deinem Inventar, ganz unten. Ach so, du meinst nur die normale Stoffrüstung. Okay. Ja, du kannst da oben halt da durchschalten. Slippery Eel. Ne? Metallschrott konnten wir nicht selber machen. Ne? Dunkelkuss. Das kann man auch finden. Ich weiß nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. I don't know. Ich habe da schon ordentlich reingekloppt. So, also Shift R. Boom. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Weiter geht's. Was mache ich hier eigentlich? Ich mach Progress für die Gruppe. Was Progress? Ich mach übel Progress. For real. For real, for real? For real. Ja, ich ermögliche uns, einen neuen Kontinent zu erreichen. Ich bin quasi Kolumbus. Aber du buddelst irgendwo übelst krass. Der Bergbauer Kolumbus. Der Kolumbus des Bergbaus. So rum. So, na gut. Aber Schuhe wären geil. Ich bin richtig beeindruckt. Danke. Ja, Schuhe wären geil. Ich habe richtig viel Stoff. Ich könnte welche machen. Brauche ich nicht. Wir haben keine Kochstelle, oder? Kann man schon kochen irgendwo? Du kannst Lagerfeuer craften. Und wir haben aber nur einen Ofen. Aber nur Lagerfeuer, oder? Ja, wir haben doch so einen Ofen, oder nicht? Der Ofen oben, den haben wir. Aber wir haben so einen kleinen Kackofen, da steht unten. Kochen da. Ja, ach so. Aber irgendwie... Ich habe 13 Stofffetzen. Ich bin dumm. Meinst du? Hätte ich Maxim, Schuhe. Maxim, sei nicht so hart zu dir selbst. Hätte ich Georgs, dann wäre ich hier schon lange fertig. Ach du Scheiße, man kann beim Kochen ja Teer produzieren. Oh. Teer? Was willst du denn mit Teer? Du darfst nur kurz kochen. Alter, das ist ja ein kleines Minigame. Ich muss euch gleich zeigen. Wie du da sitzt, Maxim. Wie du da am Feuer sitzt und dein Fleisch. Du musst zur richtigen Zeit loslassen. Leute, lernt loszulassen. Was mache ich hier? Eil nicht vergessen. Nee, Leute. Ich finde, dieser permanente Herzschlag, der einen übel fertig macht, den lasse ich auch an. Alter. Die haben hier jeden Berg mit Öl eingecremt, ey. Man rutscht richtig schnell runter, ne? Das ist so krass.
Ja, wenn du einmal am Rand bist, dann ist es vorbei. Alter. Ja. Es, ja. Deswegen empfehle ich sofort, du musst den Gleiter bauen. Komm in die Base, wir haben ja übel viel Fell und so. Du musst komm in die Gruppe. Ja, Gleiter habe ich auch übel Bock, aber ich zeige euch gleich erstmal mein Projekt. Machst du so einen PowerPoint? Ich bin runtergefallen, perfekt. Ja, Sam. Ist alles nicht so geil. Oh, nee, hier will ich doch auch wieder sterben. Oh, also, Mann. Digga! Bruder, Pilze kochen ist so wild, ey. Bitte. Pilze kochen? Was bekommst du da? Also, ich muss immer zur richtigen Zeit loslassen. Das ist so schlimm. Okay, hier kann ich runter, ohne zu sterben, right? Ja. Ich hab gekotzt. Nice. Hast du die ekligen Pilze gegessen? IL oder was, Digga? So. Nee, das wollte ich nicht. Sorry, okay, sorry. Unten ist potenziell wirklich extrem viel Metall. Okay. Irgendwie habe ich gerade mega Bock, irgendwie durch das Game. Ich weiß, ist jetzt weird. Aber ich habe durch das Game ultra Bock auf Gothic 2 und 3. Na gut, das ist denselben Vibe. Ich weiß nicht wieso. Komme ich denn jetzt hier oben ran, bitte? Okay, ich kann euch empfehlen, vielleicht. Das ist die Musik. Das ist Turbo Broken. Alter, ich habe so ein bisschen Geländer gebaut. Ich habe es kaputt gemacht. Okay, ich glaube, ich gerade meine HP verdoppelt, Leute. Also ihr könnt auf jeden Fall, also der Fleischbonus oder der Essensbonus ist hier tatsächlich sehr, sehr sick. Das ist eine große Empfehlung von mir. Ja? So, ja, also das ist krass. Ich habe jetzt 50% mehr HP. Das ist wie eine Glut. So, ich gehe mal zu den anderen Möwen. Zu den anderen Möwen? Ja, der nennt irgendwie die Leute immer Möwen. Warum? Digga, frag ihn. Wieso? Zieh mal Möwen. Warum Möwen? Erklär mir das super. Könnte jetzt schon fast zum Abspringen reichen, aber dann kommt man nicht zurück. Ich muss das schon durchziehen. Was ist das denn? Holz? Was war das hier? Dicker, ist das hier? Kleine Truhe. Tier. Okay. Ich komme auch nie wieder zurück zu meinem Grabstein. Ich glaube, das war es einfach. Ist das der oben links? Ja. Ja, RIP. Aber guck mal, die anderen beiden sind da in der Nähe. Vielleicht können die da kurz alles einsammeln und mitbringen. Weil die kann mal. Können halt alles einsammeln und dann Schnellreise einfach ins Lager. What the fuck? Leute, wir haben es bald. Wie heftig ich bin. Wäre so witzig, wenn man hier irgendwie so richtig easy einfach rüber könnte. Digga. Weißt du, und das, deswegen, wenn man Godgamer sein möchte, muss man auch Ausdauer beweisen. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Einfach auch die Sachen in einem Game mal machen, die vielleicht nicht einem sofort Endorphine bringen. Aber wenn man fertig ist, dann gibt's Endorphine-Überschuss. Und man hat wirklich was geleistet, was die wenigsten leisten. So 15 Minuten durch den Steingraben und so. Nicht, nee, ja. Ja, aber wenn es dann auch wirklich Sinn macht, weißt du, wie ich meine? Was hast du nur gemacht? Nee, ich zeig das gleich. Okay. Ich will's auch gar nicht wissen. Gut. Oh, das wäre schade. Das wäre schade, bin ich ehrlich. Das wär echt schade. Oh, Digga. Alles gut. Digga. So. Aber ich habe jetzt richtig den Dreh raus. Also ich sag mal, für mein Projekt habe ich 3 Spitzhacken verbraucht. Preach. 3 Spitzhacken, Dicke. Ja. Und meinst du, hat sich gelohnt oder eher nicht so? Rock and Stone, richtig. Es hat sich, also noch ist nicht fertig, aber ich wette, es hat sich gelohnt, sobald es fertig ist. Ich bin ja absoluter Based-Builder. Seht ihr, ich bin Based-Builder. Ich bin kein Based-Builder. Based-Builder war ich auch. Aber ich bin vor allem ein Based-Builder.
wünsche mir, dass du aufhörst. Dass ich was? Dass du aufhörst. Okay, Bro. Ich bin ein Based Builder. Bob der Based Builder. Bob ist Based. Digga, Leute, wir haben es gleich geschafft. Halbe Stunde safe, oder? Länger? Digga, dass ich dafür nicht ein Level abbekomme, ist eigentlich eine Frechheit. Oder? Habe ich Level? Alter, wir haben es gleich. I was there. Hi, YouTube. Hi, YouTube. Was geht ab? Nee, ist doch immer so, wenn irgendwas Heftiges passiert, wo man schon weiß, auf Twitch, so, das wird safe ein YouTube-Video. Dann spammen doch immer alle so. I was here, ja. Ja, und hi, YouTube und so. Mach doch Hauptkanal-Video aus dem Projekt. Das wird ein Hauptkanal-Video. Komplett. Ich hab ja angesagt bei Schluss damit, so aus besonderen Momenten mache ich ein Hauptkanal-Video. Das hier, so. Das war's. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wer hat Bock, sich mein Projekt anzuschauen? Ja, komm, ich komm. Wo bist denn du? Beim Lager. Beim Lager, okay. Wieso kann ich nicht nach Hause? Komm, ich frage auch die anderen. Ich kann nicht schnell reisen. Schnellreise nicht möglich. Vielleicht, weil du beim Gegner... Achso, weil ich da unten drin bin. Kann ich nicht. Ich frage mal kurz die anderen. Gefunden, dass wir jetzt doppeltes Leben haben. Hallo, Leute. Hello. Hey, Maxi. Ich habe gerade eine Dreiviertelstunde an einem Projekt verbracht und drei Spitzhacken dabei verbraucht. Habt ihr Lust, dass ich euch dieses Projekt mal zeige? Ja, sehr gerne. Ja. Wir kommen gleich zurück. Genau, ihr könnt einfach schnell reisen in die Base. Ah. Weil ich zeige das jetzt. Ah, das geht. Okay. Ja, okay, mit M und dann. So, ich gehe wieder runter. Geht das? Ja, du kannst direkt draufklicken. Okay. So. Bin ein bisschen nervös. Bisschen nervös. Dein Bart sieht aber absolut schön aus. Du siehst absolut scheiße aus. Nice. Alter, Leute, wir haben so die Scheiße aus allem rausgelootet. Das war so geil. Pass auf. Ui, habt ihr aber schön gesaut mein Gott. Hier. Wo ist denn Sterzig? Ist das zweistöckig? Ja, ich kann hier unten, ich kann mich hier unten nicht raus teleportieren. Lass mal sie einmal, bauen. Ist das zweistöckig? Also das meine ich übrigens nicht. Oh. So. Okay. Max hat was noch Besseres gemacht. Ich habe was viel Besseres gemacht. Ja, so. Ja, wartet noch auf mich. Ich bin sofort da. Okay. Wo ist eigentlich der Schmied, Maxim? Der ist hier auf der anderen Seite vom Gebäude. Geil. Was soll das Ausrufezeichen? Das wird stark jetzt. Das wird stark. Wartet. Oh, nice, Mann. Ich freue mich. Oh, was ein Barbo. Ist der Bahn-Barbo. Ja. Die Waffen sind aber nicht so übertrieben, muss man sagen. Chabos. Chabos, wir wissen wir in der Barbo. Wir brauchen halt extrem viel Eisenschrott. Also Eisenschrott ist so ein richtiger Tilter, ja, Mann. Safe. Ja, ist halt die Frage, ob es einen easy way gibt, den zu farmen. Ja, ich glaube, man muss halt so jetzt Sachen abreißen oder so. Ich habe jetzt halt ewig gesucht und ich habe legit eins oder so. Maximal. Okay. Also ich glaube, wir sind alle... Nee, stellt sich schon, okay? Ja, da hinten ist er. Na, dann zeig mal, Max. Warte, ich muss noch kurz hier schenken. Warte. Moin, Leute. True, das ist der Techno-Wikinger. Aber der hat übelst lange Haare hin. Also, Leute. Geil. Ich habe mir gedacht, wenn man M drückt, dann sieht man ja... Das ist, denke ich mal, keine prozedural generierte Welt, sondern es gibt klare Barrieren, die einen daran hindern, schnell zu gewissen Orten zu kommen, wo es Progress gibt. Zum Beispiel Papfi und David, die sind beide vorgeprescht und haben hier Krypta gemacht und was weiß ich. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Verarschen. Nein. Und Sterzig und ich sind zum Beispiel irgendwo hingetingelt und Finessi und Maxim. Und ich dachte mir, ja okay, ihr brecht die ganze Zeit nach Norden auf, weil da der einzige Weg ist, right? Durch das Tal, durch das Miasma. Ja. Ich habe mir aber gedacht, und jetzt folgt mir gerne mal, hier hinten gibt es ja auch einen Weg, wie ihr seht. Guck mal, zack. Ich habe die Ausdauer. Und dann habe ich am Ende dieses Weges ins Tal geschaut, was da alles auf einen wartet, theoretisch. So, und wie kommt man da hin? Naja, wenn man hier links durch das Miasma und dann irgendwie Meilen weiter hin und dann im weiten Bogen irgendwann... Oder so! Ja, aber
To be fair, ist mega stylisch. Aber er kommt ja nie wieder zurück. Ich bleibe mit dir. Doch, ich drücke auf teleportieren in die Base. Naja, oh, aber... Max. Und deshalb habe ich hier Sweet. Eine Serpentine angelegt. Oh. Ach. Pass auf, ich bin schon mal so ein Ding. Aber es rutscht. Ah, natürlich, Max. Also bei der Kurve... Er ist gestorben. Bei der nice. Kurve müsst ihr aufpassen. Bei der Kurve muss man aufpassen. Ja, wo bist du? Oh Gott, ja! Hä? Noch einer. Alter, ja, Fabian. Wäre geil, aufgelöst. Wenn jetzt alle gestorben. Mal, rumfummel. Vor allem einfach nur, heb mich auf. So. Ah ja, ihr hättet mich aufheben nice. Können. Ja, ja. So, und von da... Ja, geil, Max, okay. Danke. Naja, warte mal, von da... Ach so, geht noch weiter. ...ist ja die Frage, was hat das jetzt gebracht? Das habe ich selber noch ja, nicht geguckt. Ja, nix. Ich habe selber noch... Na ja, aber... Also dafür, dass es ein Hauptkanal-Video werden soll, schwierig. Ich finde es krass. Ja, finde ich auch. Da brauchen, fehlt ein bisschen die Hook, Max. Also wirklich... Aber das ist ein geiler Weg, ich find's schön. Danke, Maxim. Habt ihr schon verstanden, wofür der rote Nebel anzeigt? Der rote Nebel, der rote Nebel macht einfach noch mehr Damage momentan. Achso, ja, okay. Also der ist schon wieder zurück, ne? Ja, ich teleportiere mich auch mal zurück. Hey, nein, nein, Leute, wie das jetzt? Das wird doch mega cool jetzt. Achtung! Bitte, hier ist Mais. Oh, Max, wir haben durch dich jetzt Mais. Oh mein Gott! 80 Wölfe. Fuck. Ja, Zugriff. Ja, das sind schon Tickwölfe. Oh mein Gott, ja, die sind übel strong, die Wölfe. Ich glaube, die würden doch sein. Hey, die können gar nichts. Die nächste wird hier wieder. Ja, da ist noch einer. Sterzig. Die Dädel. Schießt ihn ab. Alles gut, ich hab ein Schild. Sehr gut. Danke. David ist ein Teamplayer. Seht ihr, was ich für Damage mache? Oh, ich bin tot. Auch tot. geil. Hast du aber den Damage gesehen? Der Damage war ordentlich. Ja, guck mal, alle ihn massieren. Kommt der schneller hoch dadurch? Ja, also es kommt ganz drauf an. Wenn du ein bisschen an den Rund... Also du musst unrum massieren. Ne? Mhm. Ja, okay. Ich wette, das war jetzt, das, was wir jetzt dadurch erhalten, ist so krass. Mhm. Also ich sag euch, wo Fabian und ich schon waren, das war geil. Ach Mensch, jetzt versau doch nicht den Moment. Maxi, Mann, ich will doch auch mal, gib mir doch mal einen Moment. Okay. Da unten ist wieder ein Wölfchen. Guck mal, wo wir hinkommen. Wer weiß, in wie viel 100 Spielstunden wir hier sonst erst... Wir wären sonst, glaube ich, gar nicht hingekommen. Oh. Ich glaube, er war weiter. Aber, ja, komm, das überlebt man doch. Maxim, beleb mich mal. Mann, oh, komm. Gotcha, Home. Hey, man fällt 10 Meter. Das ist ein Teleporter, glaube ich. So. Hier, guck mal. Aha. Kann man einfach teleportieren jetzt? Und hier ist eine Bank. Wie heftig ist es? Guck mal, wie schön es hier auch ist. Seid ihr da runtergekommen? Die Alpen. Na, wir sind durch meinen Weg da runtergekommen. Wie seid ihr da runtergekommen? Geil. Oh, listening. Einfach gerade alles. Aber wir gucken aber nicht nach... Wow. Ja, hier vorne ist übel der Tempel. Wir alle einfach fast am Sterben sein, ist das geil. Alter, eine Aztekenruine oder so. Das macht mich ganz nervös, ey. Guckt euch das doch mal an. Heilt euch doch mal, was ist das? So, wir können uns gegenseitig wiederbeleben, das ist unendlich. Ja, okay, sorry. Schaut euch das an. Aber gehen dabei nicht Sachen kaputt? Schaut euch das an. Kommen wir hier rein? Lass raiden, ja, aber ich sehe nicht. Ich raid das jetzt, ich klopf an. Ja, komm mit. Moin! Und rein! Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Warum? Oh, du bist vergiftet, du stinkst. Ich hab eine Lebensmittelvergiftung. Warte, hab ich irgendwas zum Heilen? Warum höre ich so Bossmusik? Hier, Max, ich hab dir einen Kollege ist da. Gegeben. Alter, was? Okay. Also da kann man nicht rein, oder? Man macht aber Schaden dem Ganzen. Also ey, wie geil wäre es gewesen? Ich habe gerade gedacht, was ist, wenn man da oben dagegen schießt, dann geht's auf. Also es sind auch so kleine Rätsel auf jeden Fall. Wir haben schon... Ne? Ja, mega. Cool, ein Rätselspiel. Oh. Hm. Au! Hier unten kann man auch in den blauen Nebel rein, ne? Oder? Ja, hier ist alles im dichten Nebel gehüllt. Alles ist im dichten Nebel. Oh mein Gott, nein. Guck mal, hier geht's nach Mordor einfach. Ich habe den Weg nach Mordor freigemacht. Wo bist du denn?
Naja, ich bin... Low, Mann. Bist du nicht gestorben? Durch die Wand? Wie krass. Ich hab ihn geheilt. Wo ist Max hin? Drück M, dann weißt du es. Oh, True. Fight. Junge, am Arsch der Welt. Scheiße. Lumos. Lumos. Ja, Herrschaften, sag doch mal, auf der Map ist hier so ein Ziel. Vada geht aber. Clear wird. Sag, hast du gesehen, was wir hier? Well, soll das mal machen? Was sagst du? Sorry, wir waren gerade am Kämpfen. Wo ist dein Ziel, Mann? Sonst muss ich mir wieder den Papi schnappen. Wenn ihr auf die Map guckt, wir haben ja so ein Ziel. Ein großes Fragezeichen dran steht und das pulsiert auch so. Lass doch mal da hingehen. Ja. Warte mal, ich bin gerade. Oh! Ich bin gerade gestorben. Komm nicht mehr weiter. Aber wir sind doch gerade. Doch. Das ist halt wirklich. Oder Papi, komm, kannst du mich holen? Komm, du bist Sam, ich bin Frodo? Oder willst du Frodo sein? Alter, was ist das für ein Channel hier? Ich bin Frodo. Kann mich jemand wieder mein Gott, guck mal, hier links. Ox, wir hier sind ganz nah am Schicksalsberg. Oh mein Gott, der Hexenkönig. Oh, Nangma. Lumos. Lumos. Expiamus. Wirklich hier. Bombarda. Was ist das für ein roter Scheiß da? Das ist Mordor. Das ist der Hexenkönig. Weißt du, wer gestorben, ne? Das ist meine Kaki. Oh ja. Ach, das ist ja eine Kacke. Ein nach dem anderen. Die Orks. Wir müssen uns als Sieg verkleiden. Papi, komm, wir gehen wieder. Ja, der kommt einzeln. Erkunden. Oh, wollen wir kurz nochmal ins Lager? Warte, ich mach mal kurz Schnellreise ins Lager. Hol mich wieder. Und dann gucken wir mal, aber ich glaube, wir können langsam. Boah, das Schnellreiseding habe ich nicht gecheckt, ehrlicherweise. Hol mich wieder. Dafür brauche ich Zeit. Hol mich wieder. So, wir können mal die Flamme mal verbessern. Aber dazu muss die ganzen Sachen mal, die ganzen Punkte mal ablegen. Eine Schmiede und sowas habt ihr jetzt noch nicht gemacht, ich richtig? Glaub, ich hab die wo kann man denn wohl Sachen reparieren? Also meine einfach nur zur Bank gehen, drücken. Hallo, Mora, öffne seinen Arsch noch. Bank gehen und hallo, Mos. Ich hab vergessen, dass ich all meine Sachen verloren habe. Ah doch. Nice, Kohlebrenner. Oh. Mit den Seelen wird wenig. Okay. Na gut. Stellst du, wollen wir wieder in einen Mordor-Channel? Ja. Ach nee. Ja. Ah doch, cool. Lumos. Frodo. Oder bist du Sam oder Frodo? Ich bin Frodo. Dann bin ich Sam. Ich hab hier die... Mein Herr, glaub mir. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Aber hier ist doch Mordor. Wir dürfen Gollum nicht vertrauen. Ist das da vorne Gollum? Ist das seine Familie, seine Schwester? Das sind die Orks vom Schicksalsberg. Die wollen uns essen. Bum, bum. Okay, ich schmeiß einen Leberler. Scheiße, Digga. Nicht alle gleichzeitig pullen. Nein. Legolas, was sieht dein Auge? Was sieht dein Auge? Zack. Da ist der dumm. Du Scheiße. Der ist ja übel dumm, der Bombarda. Abwarda. Hab ihn. 37 EP. Komm, wir holen noch. Warte. Oh, er macht Lumos. Ist auch uns Neffe. Lumos. Er kommt. Bombarda, Lumos. Stagger ihn. Bombarda. Lumos. Bombarda. Lumos. Die Lumos sind die total tot. Ja, jetzt fick ihn K.O. Seine Seele leuchtet nicht mehr. Bombarda. Seppin Sautia. Oh, scheiß. Och, Mann. Er ist ein bisschen hardcore, der Bre. Ist halt Stufe 5, naja. Es ist ein Höhlentroll. Wo gehe ich lang? Aua, ich hatte nicht mehr genug. Bist du auch gestorben? Ja. Scheiße. Ich bin wieder im Bruchtal. Oh nein, wir müssen ganz von vorne aus Hobbington los. Ich bin wieder im Bruchtal. Wo bist du? Komme. Kommt vor Level 6, immerhin. Dafür ist Hobbington gut, ne? Sterzig.
Ja. Was geht hier? Ich weiß auch nicht, Massenschlägerei. Wir könnten uns runter teleportieren. Wohin? Zum Schrein der Flamme. Nee, können wir nicht. Doch. Nee, bei mir steht aber nichts mit Schnellreise. Oh, true. Oh, ich glaube, weil wir nicht draufgeklettert sind. Schuhe. 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 Okay. Was hat er? Oh. Kümmere dich um den Elixierbrunnen. Also man hat da wirklich heftig Quests, so, ne? Ja, ja, es ist einfach Rotfeld zum Tagebuch. Ich geh mal so Funken rein. Mein Zauberstab ist kaputt. Alter, säubere den Elixierbrunnen. Das ist doch so ein Plättchen zum Leveln. Und das? Das ist wahrscheinlich so eine Maske. Tauche in den Elixierbrunnen hinein. Standort des lilanen Ding. Weißt du, wo man Sachen reparieren kann? Ja, einfach bei der Werkbank da einfach E drücken. Wo ist der jetzt? Also, woher weiß ich? Schmiede eine Waffe? Woher weiß ich denn jetzt, wo der Elixierbrunnen ist? Ah. Das hier war? Ja, in der Mitte dort. Der ist auf der Karte markiert. Auf Karte anzeigen, F. Aha. Ja, wollen wir da einmal reinplanschen? Nee, voll gerne. Oh, ich hätte halt gern noch so einen Gleiter. Ich glaube, das ist halt übersick. Aber die Ressourcen haben wir halt jetzt nicht, weil wir die alle... Na, wobei... wo steht... Wahrscheinlich Werkbank? Weil damit, glaube ich, ist man Gleiter. Ach so, ja. Da. Gleiter. Oh, ja, man braucht was einiges. Braucht man für alles. Ja gut, ist alles in meiner Leiche. Na gut, egal. Oder was ist denn, wenn wir schlafen gehen? Im Bett da? Aufnehmen? Dann vergeht die Nacht schneller, dann ist Nachtgeschwindigkeit. Ja, ich gehe mal kurz schlafen, Alter. Glaube ich. Ja, also bei oben links steht das, einer ist im Bett, also Nachtgeschwindigkeit mal 10. Wenn alle im Bett sind... Ich spule mal ein bisschen vor, auf jeden Fall. Ja. Guck mal, der Schatten hier, der wandert richtig schnell. Jo, Alter, Speedrun. Alter, der Hahn kräht. Mhm. Es gibt hier zwar nicht nirgends einen Hahn, aber... Aber er kräht. Abart. Das Ding ist, Leute, ich habe halt für Schuhe nicht... Naja, wobei, ich könnte mal hier in die Truhe gucken. So. Zack, easy. Nee. Let's go. Oh, hier ist Tierfell. Oh, was brauchst du? Und hier ist Garn. Na, Garn und Stofffetzen, glaube ich. Oder Fasern und Stofffetzen. Aber alles nicht da. Egal, let's go. Ich habe auch gerade übel viel. Oh, das heißt, die richtig wertvollen Sachen sollte man immer... In die Schnellleistung, ne? Denke ich. Ja. Immer voll machen. Okay. Let's go zum Elixierbrunnen. Wir können diese... Tiere hier vorne noch abschlachten. Ja. Dann kannst du die Schuhe machen. Vielleicht. Nee, ich brauche Stofffetzen und. Ich hab zwei. Alter, aus der Luft. Lumos. Tierfell. Okay, ja, lass einfach hin. Ich würde einfach hier runter. So. So schnell, Alter. Bin so fix. Let's go. 40 Meter. Alter, Flammenstufe erhöht. Ach, teilen wir uns das auch, oder what? Ja, ich glaube, das ist ja... Ja, übergreifend, ne? Ah. Ich glaube, das ist die Flammenstufe bei uns im Lager. Ah. Aber jetzt, guck mal, haben wir mehr Zeit in diesem Bereich hier. True. Aber wer braucht so viel Zeit? Hier war ich eben schon. Standort oben.
Hier? Also hier hoch. Der hier? Irgendwo sollen wir baden. Baden? Baden. In Baden-Baden sollen wir baden. Elixierbrunnen. Position, Standort oben. Position erreicht. Hier. Baden. Nee. Doch, hier drin wahrscheinlich. Sollen wir da rein? Nee, ich geh rein. Ciao, bist du tot? Nö. Super. Alter, hier geht's ja übel rein. Oh mein goodness. Oh, ich bin tot. Oh, echt? Warte, doppelt ich sogar. Kannst du mich wiederbeleben? Sam. Sam weiß. Sam. Warte, ich fass dich an. Komm zurück zu mir. Alter, wie du aufgestanden bist. Warte. Oh mein Gott, sind das da vorne Spinnen? Nee, ist irgendeine Pflanze. Geht das? Alter, jetzt sind wir natürlich fucking low, ne? Okay, wo ist jetzt hier ein Brunnen? Standort oben steht da jetzt aber. Ja, aber ich glaube, wir sollen schon hier rein. Weil das ist ja basically der Brunnen. Soll ich hier mal baden? Bin tot. Mach's nicht. Stetig? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ciao! Okay, verstehe. 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 Hä? Ich hab hier einen Boss. Ah. Ich mach den. Wenn's das letzte ist, was ich tue, ich mach ihn. Ah, und jetzt starte ich immer auf 6 Minuten, wenn ich daneben stehe. Das ist ein Riesentroll. Wie so ein Höhlentroll. Okay, ich komme. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich eile zu deiner Verstärkung. Er ist zwar riesig, aber er ist machbar. Ich will ihn sehen. Ich kann ihn am Leben lassen für dich. Ich sehe ihn. Ich hätte jetzt gedacht, er macht uns... Oh, von hinten macht man mehr Damage? Alter. Ja, Hinterhaltschaden. Okay, wir haben ihn gleich. Bombarda! Imperio! Expelliarmus! Oh, der hat gewirkt, der Expelliarmus. Du bist so ein, also wirklich... Guillotine! Gib mir die zurück. Gib mir die zurück. Ciao. Gib mir die zurück. Gold Gib mir die zurück. Gamer. Gib mir die zurück! Gib sie mir! Scheiße. Okay, warte. Eva. Gib mir die zurück! Warte, ich geb dir gleich zurück, ja? Gib mir die zurück! Ja. Ich geb's dir gleich zurück. Warte. Gib mir die zurück. Gib mir die. Dir auf Schenken. Ja. Wen? Gib mir die. Schenken. Oh! Oh. Du bist so ein blödes Kind. Du bist so kindisch. Du nervst. Lass mich. Herbst! Ich knall die Tür. Ich knall die Tür. Komm jetzt, verpiss dich. So Leute, das war
Eine kleine Runde Enshrouded. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt das Game gerne aus in der Videobeschreibung. Das ist jetzt kurz für YouTube. Oh, scheiße, Sterzig. Sterzig macht Druck. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Oh Gott. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lauf. Oh Gott, schnell weg.